In der Natur ist alles ständig in Bewegung. Stillstand gibt es nicht. Und in ihrem Inneren verborgen wirkt seit jeher eine gewaltige Kraft. Sie beeinflusst den Lauf der Welt, Sonne und Mond, Ebbe und Flut und jedes Lebewesen auf der Erde, vom Wachstum der Pflanzen bis zur Gesundheit des Menschen. Seit alters her glauben Menschen, dass man diese Kraft nutzen kann, um Alter, Krankheit, ja selbst den Tod zu überwinden. Jede Nacht nimmt Quang Huan Chuan diese Energie der Natur in sich auf. Der 56-Jährige lebt in der Kleinstadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong und seine Schlafgewohnheiten wirken etwas seltsam. Ich lege mir einen Sandsack oder einen Medizinball auf den Bauch. Dann spanne ich den Bauch an und atme tief ein. Seit 20 Jahren schläft Herr Quang mit einem 25-Kilo-Sack auf dem Bauch. Er glaubt, dass er so mit seinem Atem mehr Energie als andere Menschen aufnehmen kann. Mehrere hundertmal so viel. Herr Quang litt unter einer chronischen Luftröhrenentzündung und hohem Blutdruck. Nach 3 Monaten Schlaf mit dem Sandsack auf dem Bauch ging es ihm viel besser. Seitdem ist er von der Wirksamkeit dieser Methode überzeugt und schläft immer so. Was der 56-Jährige hier praktiziert, nennen die Chinesen Qigong. Übersetzt bedeutet das so viel wie Atemkontrolle oder Energieübung. Dahinter steckt eine innere Kraft oder Energie, die sich auch Kampfkünstler zunutze machen. Ich habe meinen Körper stahlhart gemacht. Durch meine besonderen Schlafgewohnheiten stärke ich innerlich das Qi. Und äußerlich baue ich meine Muskeln, Sehnen und Knochen auf. Das sind die Grundprinzipien von Kampfkunst und Qigong. Auf Qigong stieß Herr Quang durch Zufall. Vor rund 20 Jahren traf er einen Meister, der ihm zunächst Meditation und Atemübungen beibrachte. Mit der Zeit merkte Quang, dass seine körperliche Kondition immer besser wurde. Nun wollte er mehr wissen und besorgte sich Bücher über Kampftechniken. Er begann mit einer simplen Trainingsmethode. Jeden Tag schlug Herr Quang 1000 Mal auf einen Sandsack ein. So wollte er die Kraft seines Qi, also seine innere Energie, auf seine Fäuste übertragen. Nach einer Weile reichte ihm das nicht mehr. Er versuchte, die Kraft auf seinen ganzen Körper auszudehnen. Jeden Tag nach dem Mittagessen steht hartes Training auf dem Programm. Das sind 8 Kilo schwere Eisenpfosten. Quang schlägt nicht nur mit den Händen darauf ein, sondern er härtet mit ihnen auch seinen Kopf, seinen Rücken und seinen Bauch ab. Früher verletzte er sich dabei oft, aber Quang gab deswegen nicht auf, denn er ist davon überzeugt, dass sein Qi so immer stärker wird. Je heftiger der Schlag, desto größer die Gegenreaktion im Körper, desto stärker sein Qi. Quang ging noch weiter und befasste sich mit Shaolin-Kung-Fu. Er wählte eine besondere Kunst, das Eisenschleifer-Handflächen-Kung-Fu. Diese Bohnen und Chilischoten sind nicht zum Essen. Mindestens eine halbe Stunde pro Tag stößt er seine Hände in den Eimer, etwa 200 bis 300 Mal. Das braucht man für das sogenannte scharlachrote Handflächen-Kung-Fu, die Vorstufe zum Eisenschleifer-Handflächen-Kung-Fu. Die Bohnen und Chilischoten fördern die Durchblutung und lindern Schwellungen und Schmerzen. Auf 10 Teile Bohnen kommen 2 Teile Chilischoten. So wird es noch heute im Shaolin-Tempel praktiziert. Nach einem halben Jahr wechselte Herr Quang zur nächsten Stufe, einen Eimer mit Eisenstücken. Erst trainiert man mit abgerundeten Teilen. Dann mischt man würfelförmige Stücke unter.
Zum Schluss kommen scharfkantige Eisenteile dazu. Die Haut an Quangs Händen ist gesättigt von Rost. Sie ist dick und zäh wie Leder und kann praktisch jedem Angriff widerstehen. Es sind die einzigen Eisenschleifer-Handflächen in ganz Foshan. Und das ist nicht alles. Quang hat auch die Kunst des Eisenkopf-Kung-Fu perfektioniert. Der Kopf ist normalerweise sehr empfindlich. Quangs Schädel ist aber viermal härter als der eines normalen Menschen. Zum Nachmachen ist das absolut nicht geeignet. Aus dem Handstand heraus prallt Quang immer wieder mit dem Kopf auf den Boden. Eine gefährliche Übung, aber der Kampfkünstler fühlt schon seit langem keinen Schmerz mehr. Selbst Schläge mit einer Eisenschiene steckt er weg. Kein Blut, keine Schwellungen. Jede dieser Trainingsmethoden würde bei einem normalen Menschen schwere Gehirnerschütterungen verursachen. Warum nicht bei Herrn Quang? Wie macht das Qigong ihn unverletzbar? Eigentlich ist er doch nur ein älterer Herr im Ruhestand. Aber er scheint schier übermenschliche Kräfte zu haben durch Qigong. Schätzungen zufolge praktizieren mehr als 10 Millionen Menschen in China Qigong. In den Parks der großen Städte wie Peking oder Shanghai treffen sich jeden Morgen hunderte Anhänger zum gemeinsamen Üben. Bei der Arbeit habe ich mich früher viel bewegt. Aber als ich aufhörte, war es damit vorbei. Ich wurde immer schlapper und meine Gesundheit ging den Bach runter. Durch das Training hier wollte ich das wieder verbessern. Es lief noch viel besser, als ich erwartet hatte. Ich glaube, dass Qigong meiner ganzen Familie geholfen hat, ganz besonders meinem Sohn. Er kam vorbei, um es sich anzusehen. Es gefiel ihm und er fing auch damit an. In der Nähe der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh haben sich fast 100 Menschen versammelt. Sie kommen aus unterschiedlichen Schichten und Altersgruppen und haben doch eins gemeinsam. Sie alle wollen mit Qigong ihre Krankheiten heilen. Wang Chuan ist 42 Jahre alt. Seit 4 Jahren macht sie Qigong. Davor fühlte sie sich oft schlapp und abgeschlagen. Aber schon nach 6 Monaten hätte sie es mit jedem Holzfäller aufnehmen können. Heute kann sie ihre Kraft auf spektakuläre Weise demonstrieren, indem sie sich Essstäbchen in die Schläfe stechen lässt. Kommt das alles wirklich nur vom Qigong? Frau Chen ist 60 und praktiziert seit 6 oder 7 Jahren Qigong. Es hat sie von ihrer jahrelangen Migräne und ihrem Heuschnupfen geheilt. Früher war sie bereits vom einfachen Gehen außer Atem. Heute kann sie über Eier und Glühbirnen laufen, ohne sie zu zerbrechen. Die Menschen auf der Bühne sind keine Profikampfkünstler oder Topathleten. Bevor sie mit Qigong anfingen, waren sie alle bei schlechter Gesundheit. Heute können sie Leistungen vollbringen, die für durchschnittliche gesunde Menschen unmöglich sind. Wie löst Qigong solche Veränderungen im Körper aus? Was genau ist Qigong? Seit der Yin- und Shang-Dynastie vor mehr als 3000 Jahren glauben die Chinesen an eine Energie, die den Kosmos ebenso durchdringt wie den menschlichen Körper. Durch dieses Qi, so die Theorie, ist alles im Universum miteinander verbunden. In dem Standardwerk Huang Di Neijing oder das Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin heißt es, Qi ist eine Quelle des Lebens, eine energetische Kraft, die in jedem von Geburt ansteckt und im Laufe unseres Lebens nach und nach schwächer wird. Einige Menschen werden mit einer besonderen Begabung für Sport oder Kunst geboren, aber das Qi-Potenzial steckt in jedem von uns. Doch nur wenn man ständig übt, geht diese Gabe nicht verloren. Der Arzt Li Qinhua praktiziert seit mehr als 20 Jahren chinesische Medizin.
Genau wie seine Vorgänger im alten China musste er während seiner Ausbildung auch Qigong studieren. Er sagt, dass man dem Abbau des Qi durch Training entgegenwirken kann. Und allein pure Willenskraft kann es durch den Körper fließen lassen. Das ist Qigong. Das Qi kann man weder fühlen noch sehen. Es hat keine Form, keinen Geschmack oder Geruch. Wer Qigong macht, kann nur durch bestimmte Methoden Kontakt dazu herstellen. Qi ist eine Substanz, die aufgenommen und ausgestrahlt werden kann. Und weil man das Qi weder anfassen noch messen kann, fällt es vor allem uns Menschen aus dem Westen schwer, es zu begreifen. Denn wir sind daran gewöhnt, alles wissenschaftlich zu belegen. Aus chinesischer Sicht ist die Kraft des Qi jedoch offensichtlich. Hier glaubt fast jeder an diese Naturenergie und daran, dass man ihren Fluss im menschlichen Körper durch Willenskraft beeinflussen kann. So ermöglicht das Qi Shir übermenschliche Leistungen und kann die Funktion einzelner Organe verbessern. Aber wie funktioniert das? Das Wichtigste für das Qi ist die richtige Ernährung. Die Chinesen glauben, dass man durch bestimmte Pflanzen, wie Ginseng oder chinesische Engelwurz, das Qi im Körper anreichern kann. Seit dem mythischen gelben Kaiser, der vor 4000 Jahren geherrscht haben soll, praktizierten die Kaiser von China Qigong in der Hoffnung auf ewige Jugend. Aber es gibt noch eine zweite Methode, das Qi zu stärken, das Sammeln, so wie es dieser Meister hier gerade macht. Das Entscheidende dabei ist die Atmung. Qigong-Anhänger glauben, dass durch den Atem das Qi aus der Luft in den Körper aufgenommen wird. Dort stärkt es dann das innere, verbrauchte oder geschwächte Qi. Aber diese Energie existiert nicht überall gleich. Am besten reichert man sein Qi in der Natur an, wo es ruhig ist und die Luft rein. Wir müssen das Qi des Himmels und der Erde aufnehmen, die Essenz der Sonne und des Mondes. Wir müssen in Gebirgsbächen baden, Sonne tanken und eins werden mit der Natur. Dann können wir die heilende Energie aufnehmen, die unsere Körper stärkt und erfüllt. Von seinem Vater wurde Tu Jinchuan vor 27 Jahren in das Geheimnis des Qigong eingeweiht. Jeden Sonntag fährt Tu aufs Land, um das Qi der Natur aufzunehmen. Bei jedem Atemzug stellt sich der Meister vor, wie das Qi der Natur über seinen Kopf in seinen Körper fließt und die verbrauchte Energie in seinem Inneren erneuert. Durch Meditation reinigt der 45-Jährige seinen Geist und wird eins mit der Natur. Je mehr Qi er aufnimmt, desto stärker wird sein Körper. Qigong-Anhänger sind davon überzeugt, dass sie durch ihr Training unempfindlich für Schmerzen werden und sogar auf Nahrung verzichten können. Aber niemand hat das Qi selbst je gesehen. Welche Form nimmt es an, wenn es überhaupt wirklich existiert? Alfonso Wong ist Doktor der Naturheilkunde. Er hat Qigong unter physikalischen Gesichtspunkten untersucht und berichtet von neuen Erkenntnissen, die ihn selbst überraschten. Das Qi schwingt in einer bestimmten Frequenz. Und zwar der Kombination aus dem Frequenzbereich 7,83 und Infrarot. Es ist eine Mischung aus Spurenelementen und Wärmeenergie. Zusammen ergeben sie das Qi. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist das Qi einfach Energie. Und das Qigong hilft laut Wong dabei, diese Energie zum Fließen zu bringen. Die physikalische Energie eines Qigong-Meisters ist stärker als die seines Patienten. Wenn er also sein Qi aussendet, dann wird, physikalisch betrachtet, Energie von einem energiereichen Körper auf einen energiearmen Körper übertragen. Dr. Wong hat nach eigenen Angaben auch etwas über die Beziehung zwischen Qigong und der Natur herausgefunden. Er glaubt, dass die Erde in einer bestimmten Frequenz schwingt. Wer Qigong trainiert, bringt sich selbst mit dieser Frequenz in harmonischen Einklang. Dadurch verbessert sich die körperliche Kondition. Die jahrtausendealten chinesischen Trainingsmethoden beruhen tatsächlich alle auf diesem Prinzip.
sei es das Fasten oder die Kombination von Meditation und Atmung. Wenn Qigong wirklich unsere Fähigkeiten steigern und verborgene Kräfte entfesseln kann, wo liegen dann unsere Grenzen? Herrn Quangs Hingabe zum Qigong grenzt an Besessenheit. Trainingsmöglichkeiten sieht er überall. Selbst beim Treppensteigen nutzt er die Gelegenheit für eine kleine Boxübung. Jede Wand hat er hier schon abgeklopft. Aber es muss doch noch mehr Herausforderungen für ihn geben. Der tapfere Herr Quang hat sich eine neue, waghalsige Übung ausgedacht. Er lässt sich von einem Motorroller überfahren. Er selbst wiegt gerade mal 60 Kilo, das Zweirad dagegen weit über 100 und hat ordentlich PS. Das kann doch bestimmt nicht gesund sein, oder? Was wir hier gerade gemacht haben, war nicht schlimm. Es hilft sogar. Beim Qigong-Training gilt, je größer die Wucht der Energie, desto größer der Fortschritt. Aber kann diese ungewöhnliche Methode wirklich helfen, Herrn Quangs Qi zu stärken? Zuerst konzentriert der 56-Jährige die Energie seines ganzen Körpers in seinem Bauch. In dem Moment, in dem ihn der Motorroller überfährt, ist sein Qi am stärksten. Selbst nach 3 Versuchen mit dem Roller ist Herr Quang immer noch unversehrt. Mit Glück oder Zufall hat das also nichts zu tun. Herr Quang kann sein Qi offenbar wirklich kontrollieren. So stählt man seinen Körper. Man muss hart an sich arbeiten, um seinen Kung-Fu zu perfektionieren. Durch Kung-Fu kann der Körper sogar Kräften widerstehen, die unter normalen Umständen zu ernsten Verletzungen führen würden oder sogar tödlich wären. Diese faszinierende Technik nennt man auch hartes Qigong. Es ist in China schon seit mehr als 1000 Jahren Teil der Kampfkunst. Der Legende nach konnten manche Kung-Fu-Kämpfer ganz ohne Nahrung oder Schlaf auskommen und hatten gottähnliche Kräfte. Hartes Qigong ist eine geheimnisvolle Kung-Fu-Technik, die noch heute von Shaolin-Mönchen praktiziert wird. Sie konzentrieren das Qi auf einen beliebigen Teil des Körpers. Dadurch haben sie eine gewaltige Schlagkraft und können selbst heftigsten Angriffen standhalten. Schläge mit Eisenstangen auf den Kopf? Kein Problem. Sogar der verletzlichste Teil des Körpers kann durch die Kraft des Qi zu einer Waffe werden. Auf diesem Prinzip basiert auch eine ziemlich skurrile Kampfkunsttechnik. Sie nutzt den empfindlichsten Teil des Mannes, sein Geschlechtsorgan. Hänge-Kung-Fu heißt diese Technik. Begründet wurde sie von einer taoistischen Sekte mit einer tausendjährigen Tradition. Sie ist eine der 4 großen Kampfkunstschulen Chinas. Und zu ihren eher unüblichen Methoden gehört es, das männliche Glied beim Qigong einzusetzen. Viele Männer haben beim Training ihr Leben riskiert, da Hänge-Kung-Fu angeblich die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern soll. Lange war diese ungewöhnliche Kampfkunst fast vergessen. Erst ein Qigong-Verein in Taiwan brachte sie vor über 20 Jahren zurück ins Licht der Öffentlichkeit. Chuchu-San-Kung, das bedeutet so viel wie lange Lebensdauer, ist eine Kampfkunstschule, die sich besonders dem Hänge-Kung-Fu widmet. Bis jetzt hat sie mehr als 1000 Schüler angezogen. Meister Tu Chin Chuan hat die Schule gegründet. Wie er mit seinem Gemächt schwere Gewichte heben kann, lernte er mit 17 von seinem Vater. Denn alle Männer in der Familie müssen diese geheime Kunst erlernen, so will es die Tradition. Das verstehen wir Chinesen als Stärkung des Fluidums zur Steigerung der sexuellen Leistung. Es ist viel wirksamer als jede Medizin. Im alten China glaubte man, dass die Essenz der Männlichkeit in den Hoden gebildet wird. Eine starke männliche Kraft würde die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern und gleichzeitig den ganzen Körper stärken. Am einfachsten geht das, indem man mit genau diesem Körperteil Qigong praktiziert.
Die Männlichkeit soll so in Energie umgewandelt und im Körper gespeichert werden. Aber funktioniert das wirklich? Der 64-jährige Wang Jiang macht seit 7 Jahren Hänge-Kung-Fu. Davor hatte er ein Leberleiden, Bluthochdruck und Diabetes. Bevor ich mit dem Training angefangen habe, hatte ich nicht sehr viel Lust auf Sex, denn meine Gesundheit war nicht besonders gut. Nach einem Jahr Training merkte ich, wie sich mein Zustand nach und nach besserte. Jetzt geht es mir wie jedem anderen normalen Menschen. Shu Daoming ist der älteste Hänge-Kung-Fu-Schüler. Er ist 78 und trainiert die Technik seit einem Jahr. Meine Prostata war vergrößert. Aber seit ich Chuchu San Kung praktiziere, ist sie wieder normal. Wer Hänge-Kung-Fu lernen will, muss mindestens 16 Jahre alt und körperlich voll entwickelt sein. So lautet die Vorschrift. Für die Schüler gelten eine Reihe seltsamer Regeln. Beim Essen und Trinken soll man Nahrungsmittel vermeiden, die der chinesischen Ernährungslehre nach als kalt oder kühlend eingestuft werden, wie zum Beispiel Bier. Das soll man lieber stehen lassen. Früher durften die Qigong-Meister vor Ausübung des Hänge-Kung-Fu 100 Tage lang nicht mit ihren Frauen schlafen. Das sollte verhindern, dass die Männlichkeit austritt. Heutzutage sind es nur noch 8 Stunden Sexverbot. Aber es gibt noch eine andere Regel, die beachtet werden muss. Laut traditioneller chinesischer Medizin sollte Sex mit einem weitaus älteren Partner des anderen Geschlechts vermieden werden. Es ist kein absolutes Verbot, aber man sollte das nicht zu oft tun. Es dauert etwa 8 Jahre, bis die Hänge-Kung-Fu-Lehre abgeschlossen ist. Herr Wang und Herr Shu sind aber schon etwas älter. Das Training ist für sie entsprechend hart und sie brauchen doppelt so lange, um die Grundlagen zu lernen. Zum Beispiel, wie sie das Qi in den Geschlechtsorganen konzentrieren können. Es tut erst weh, wenn man an seine Gewichtsgrenze kommt, sonst nicht. Klar, wenn man mit 200 Kilo arbeitet, schmerzt das, aber das kommt vom Qi, das anschwillt und einen durchspült, wenn man die Gewichte drangehängt hat. Aber das ist ein angenehmer Schmerz, wirklich angenehm. Herr Wang hatte sich beim Training anfangs verletzt. Laut Meister Tu ist das normal. Schwellungen gehören für Anfänger dazu. Bis Herr Wang die Techniken des Hänge-Kung-Fu beherrschte, dauerte es 3 Jahre. Das Schwerste, was ich halten kann, sind 210 Kilo. 210 Kilo? Das ist so schwer wie ein ausgewachsenes Schwein. Die wenigsten Menschen könnten das mit ihren Armen heben. Aus der Sicht der westlichen Medizin stellt sich die Frage, kann das wirklich sein? Das männliche Glied ist ein Organ, das wir nicht bewusst steuern können. Bei einem sexuellen Reiz füllen sich die Schwellkörper reflexartig mit Blut und verhärten sich. Ich denke, wenn man dieses Organ sehr lange trainiert, könnte man theoretisch vielleicht die maximale Härte steigern. Jede Woche treffen sich Herr Wang und Herr Shu mit zahlreichen anderen Schülern, um Hänge-Kung-Fu zu üben. Bevor es an die Gewichte geht, müssen sie erst mal lernen, wie man richtig Knoten bindet. Denn auch davon hängt es ab, wie viel Kilo sie dranhängen können. Die Seile müssen aus Baumwolle sein, zur Not auch aus Seide. Sie müssen weich und trotzdem stabil sein, sonst gibt es leicht Verletzungen. Bang的话呢,
Wir benutzen dieses Seil zum Binden, weil es weich ist. Man macht eine feste Schlinge um den Penis. Man muss es sehr eng binden. Wenn es fest sitzt, kann man richtig viel Gewicht dranhängen. Ein paar hundert Pfund. Es gibt zwei Möglichkeiten zu knoten. Bei der sogenannten einfachen Hängung wird das Seil am Penis befestigt. Nimmt man mehr als 100 Kilo Gewicht, wendet man die doppelte Hängung an. Dabei werden Penis und Hodensack zusammengebunden. Der Knoten sitzt dabei hinten am Schaft. Vor dem Festbinden müssen die Männer sich aufwärmen und ihren Körper mit Qi durchströmen. Bei dieser Kung-Fu-Übung ahmen sie den Atemstil der Kröte nach. Sie ziehen ihren Unterleib auseinander und wieder zusammen. So bündeln sie die Energie im Bereich des Zwerchfells. Nach rund 15 Minuten konzentrieren sie das Qi auf einen sogenannten Dantian, einen Energiepunkt etwa 3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Von dort kann es ungehindert in die edlen Teile fließen. Mit ein paar Faustschlägen auf den Bauch testet der Meister, ob seine Schüler genug Qi gesammelt haben. Beim Hänge-Kung-Fu ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehört auch eine entspannende Massage. Damit es nicht zu peinlich wird, drehen sich die Schüler dabei zur Wand. Die Trainingsgeräte sind diese Eisengewichte. Die kleinsten wiegen 5 Kilo, die mittleren 10 und die größten 20. Unser Kameramann kann sie mit beiden Händen nur ein paar Sekunden halten. Für diese Herren aber sind solche Gewichte nur etwas zum Aufwärmen. Als erstes wird eine 10-Kilo-Scheibe aufgelegt. Tief einatmen und aus den Knien anheben. Die Schüler halten das Gewicht nur mit dem Penis. Um den ganzen Unterleib zu trainieren und mit Qi anzureichern, schwingen sie das Gewicht 100 Mal hin und her. Wie geht das? Welche geheime Technik verbirgt sich hinter diesen Tüchern? Am schwierigsten ist es offenbar, das Gewicht mit einer Erektion im 45-Grad-Winkel anzuheben. Dazu muss der Penis mit Qi und nicht mit Blut gefüllt sein, sagt Meister Tu. Man muss genau den richtigen Moment abpassen, wenn das Qi einströmt. Für einen Mann ist eine Erektion eine Gelegenheit, entweder zum Sex oder zum Gewichteheben. Aber die Erektion darf nicht zu stark sein. Und der Penis ist mit Qi gefüllt und nicht mit Blut. Wenn zu viel Blut dazukommt, wird die Erektion zu stark. Wenn man dann ein zu schweres Gewicht hebt, riskiert man Blutungen oder Brüche. Um zu testen, ob seine Schüler Fortschritte gemacht haben, hängt der Trainer immer neue Gewichte an. Je schwerer das Ganze, desto weiter haben sie sich entwickelt und desto stärker ist ihre Energie. Der Rekord liegt derzeit bei 300 Kilo. Herr Wang, Herr Shu und die anderen Schüler stellen sich heute neuen Herausforderungen. Der 78-jährige Shu will 60 Kilo heben. Das ist fast sein eigenes Körpergewicht von gerade mal 65 Kilo. Während wir noch zweifeln, lässt er schon seine Last baumeln. Nach dreijährigem Training bereitet sich der 60-jährige Chen Ming darauf vor, ein 100 Kilo schweres Eisengewicht zu heben, doppelt so schwer wie er selbst. Sein Qi muss er heute länger als sonst sammeln, aber er schafft es. Auch bei Herrn Wang dauert es heute ein wenig, obwohl er schon länger trainiert. Er versucht sich an 180 Kilo. Sein Trainer und er sind deswegen auch beide ziemlich nervös.
Am Ende hat er die 180 Kilo nicht nur hochgehoben, sondern sie außerdem mit seinem Penis hin und her geschwungen. Der Meister erklärt, dass die Zugkraft dabei um das Hundertfache verstärkt wird. Was wir hier sehen, sprengt unser Vorstellungsvermögen. Und ein Hauch von Zweifel bleibt bestehen. Kann ein so empfindlicher Körperteil wirklich durch Training so viel Gewicht tragen wie ein Stahlseil? Widerspricht das nicht der menschlichen Anatomie? Kann ein 60- bis 70-jähriger Mann zig Kilo heben? Also ich habe da so meine Zweifel. Tatsache ist, dass es kein vergleichbares Gewebe im Körper gibt, mit dem man diese Behauptung überprüfen könnte. Doch selbst wenn ein Mann solche Gewichte an seinem Penis hängen könnte, bringt diese Technik wirklich etwas für die sexuelle Leistungsfähigkeit? Im alten China war Hänge-Kung-Fu die Geheimwaffe der Kaiser. Manche hatten Tausende von Konkubinen. Und nach den anstrengenden Staatsgeschäften des Tages brauchten sie etwas, das ihnen Schwung im Bett verlieh. Im heutigen Taiwan zieht Hänge-Kung-Fu vor allem etwas ältere Männer an. Einige von ihnen schwören auf die Technik. Meine Libido? Früher machte ich es einmal im Monat. Manchmal auch nur alle 2 Monate. Jetzt schaffe ich es einmal alle 2 Wochen. Ich weiß nicht wie lang. Ich glaube so 20 bis 30 Minuten. Unser Schulmediziner ist da eher skeptisch. Vom anatomischen Standpunkt aus betrachtet, glaube ich, dass Übungen wie diese nicht helfen können. Ich habe meine Zweifel, wenn jemand behauptet, dass man dadurch Impotenz heilen kann. Wenn er recht hat, stellt sich die Frage, ob der neue Schwung für das Sexleben nicht psychologische Ursachen hat. Aber was kann passieren, wenn etwas schief geht? Der schlimmste Langzeitschaden wäre eine schwere Verletzung des männlichen Geschlechtsorgans. Abgesehen von den Schwellkörpern, die aus schwammähnlichem Gewebe bestehen, hat der Penis viele Blutgefäße und Nerven. Die versorgen ihn mit Blut und leiten die erotischen Signale weiter. Wenn es hier zu Verletzungen kommt, kann das ernste Folgen haben. Der Patient kann dann vielleicht gar keine Erektion mehr bekommen, obwohl er Lust verspürt. Das ist noch nicht alles. Angeblich riss einem Hänge-Kung-Fu-Meister aus Taiwan beim Versuch, 300 Kilo zu heben, sogar der Penis ab. Verletzungen des Penis bis hin zum Abreißen sind sicherlich die größte Gefahr. Dieses Risiko gibt es. Deswegen meine Warnung, versuchen Sie das niemals alleine, ohne genaue Anleitung und Ausbildung. Ob Hänge-Kung-Fu nun die Libido stärkt oder nicht, die Technik hat Taiwan im Sturm erobert. In den letzten Jahren haben hunderte Männer die Juju-San-Kung-Schule besucht. Heute ist das Abschlussfest auf dem Gelände der Schule außerhalb von Taipeh. Zur Feier des Tages haben die Schüler etwas ganz Besonderes vor. Sie wollen diesen 20 Tonnen schweren Lastwagen mit ihren Penissen ziehen. Skurrile Methoden, LKWs vom Fleck zu bewegen, gab es schon einige. Aber mit dem Penis? 3 Männer wollen es wagen. Ihre wichtigste Stütze ist dabei der 43-jährige Chen Yong-Chun. Er übt erst seit 2 Jahren Hänge-Kung-Fu und ist eigentlich noch nicht fortgeschritten genug. Aber niemand trainiert mit so viel Hingabe wie er. Normalerweise hebe ich 2-mal am Tag jeweils rund 100 Kilo.
Bevor Herr Chen Hänge-Kung-Fu für sich entdeckte, ging es ihm gesundheitlich gar nicht gut. Mehr als 10 Jahre lang litt er unter Verdauungsstörungen, Nacken- und Rückenschmerzen. Aber 2 Monate nach dem Beginn des Trainings ließen seine Beschwerden nach. Seitdem übt er fast jeden Tag. Meine Frau hat mich immer unterstützt. Deswegen habe ich angefangen. Meine Frau meint, dass da, wo meine Haut Falten hatte, nun alles glatt ist. Alle Falten sind weg. Sein persönlicher Rekord liegt bei 170 Kilo. Der Lastwagen ist aber 20 Tonnen schwer. Um an seinem großen Tag nicht einen Durchhänger zu haben, trainiert Herr Chen seit 3 Monaten besonders intensiv. Er will im entscheidenden Moment so viel Kraft wie möglich haben. Heute ist es soweit. Schon morgens um 9 haben sich rund 100 Menschen versammelt. Viele Juju San Kung Schüler sind aus Taipei hierher gekommen. Sie wollen das Spektakel nicht verpassen. Genauso wenig wie die Anwohner, die sich fragen, was das alles soll. Eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung wärmen sich Herr Chen und seine Mitschüler im Garten hinter der Villa auf. Genau wie im Unterricht massieren sie ihre Geschlechtsteile, um das Qi zu konzentrieren. Eigentlich dürfte zwischen dem Ziehen eines Lastwagens und dem Gewichtheben kein großer Unterschied sein. Aber weil sie es noch nie zuvor gemacht haben, bereiten sie sich noch gründlicher vor als sonst. Auch ihr Trainer weiß, was auf dem Spiel steht. Immer wieder prüft er durch Schläge in den Unterbauch, ob seine Schüler auch mit genug Qi aufgeladen sind. Was den Knoten angeht, ist es ein Unterschied, ob man einen Lastwagen ziehen oder Gewichte heben will. Hier kommt der doppelte Hängeknoten zum Einsatz. Ein Ende wird vorne am LKW festgemacht, das andere um Penis und Hoden geschlungen. Die Männer haben noch nie zuvor ein Fahrzeug mit ihren Penissen gezogen. Meister Tu geht deshalb lieber auf Nummer sicher und überträgt jedem noch etwas von seinem eigenen Qi. Dazu drückt er bei jedem auf den Dantian-Energiepunkt. 2 bis 3 Minuten und der Energietransfer ist komplett. Die Stimmung ist äußerst angespannt. Werden sie es schaffen? Die Männer konzentrieren sich und sammeln all ihr Qi im Penis durch pure Willenskraft. 10 Sekunden und das tonnenschwere Fahrzeug rollt, einen halben Meter weit. Ich habe vorher noch nie was gezogen, aber ich war optimistisch. Mein Meister sagte, dass es viel leichter geht, wenn ich mein ganzes Qi auf den Dantian-Punkt konzentriere. Die Qigong-Vorstellung geht weiter, obwohl einer der 3 aufgibt. Jetzt sind nur noch Chen und ein Mitschüler übrig. Und es wird sogar noch nachgelegt. 50 Menschen steigen auf den Lastwagen. Noch mehr Gewicht und nur noch 2 Männer, die ziehen. Meister Tu überträgt noch einmal Energie auf seine Schüler. Ist das nur Hokuspokus oder wird ihre Kraft dadurch wirklich größer? Nach etwa 15 Sekunden setzt sich der Lastwagen in Bewegung, diesmal mit 50 Leuten beladen. Jetzt will Chen es ganz allein probieren. Aber nach den 2 vorherigen Versuchen hat seine Energie spürbar nachgelassen. Meister Tu überträgt noch einmal etwas von seinem eigenen Qi, in der Hoffnung, sein Schüler möge wieder zu Kräften kommen. 2, 3 Minuten später ist Herr Chen soweit. Noch nie hat ein Mann allein mit seinem Penis einen mit 50 Menschen beladenen LKW gezogen. Es sind weit mehr als 20 Tonnen. Chen konzentriert sich. All sein Qi muss jetzt in seinen Penis fließen. Die Zuschauer wagen kaum zu atmen. Thank you.
Tatsächlich, der Laster bewegt sich. Fast einen Meter zieht Chen den LKW. Danach erklärt er, dass es eigentlich leichter war, als ein schweres Gewicht zu heben, weil die Zugrichtung eine andere ist. Diesen Lastwagen zu ziehen war ein Kinderspiel, weil ich normalerweise ziemlich schwere Gewichte hebe. Ich musste nicht einmal die Hälfte meiner Kraft einsetzen, um dieses Ding zu ziehen, auch wenn es vielleicht spektakulär aussah. Wie weit kann man mit Qigong noch gehen? Diese Hänge-Kung-Fu-Fans haben die Grenze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit offenbar noch nicht erreicht. Als nächstes wollen sie ein Flugzeug ziehen. Qigong ist nicht nur eine unglaubliche Kung-Fu-Technik. Für die Chinesen ist es auch ein Allheilmittel. Nach einem Schlaganfall hatte der 71-jährige Li Mingde sein Augenlicht verloren. 3 Jahre lang war er vollkommen blind. Qigong war seine einzige Hoffnung. Der Qigong-Meister übertrug mir seine Energie. Wie aus dem Nichts fühlte ich, wie sich allmählich ein Muskel neben meinem Auge verhärtete. Wegen dieser Behandlung und der Einnahme von Medikamenten wurde es nach einem halben Jahr langsam besser. Meister Chun Tai Dai arbeitet seit 6 Jahren als ehrenamtlicher Arzt in Taiwan. Allein durch sein Qi erkennt er, was dem Patienten fehlt. Er braucht weder Körperkontakt zu ihm noch irgendwelche Instrumente. Ich spüre sein Qi. Und wenn ich seine Energie empfangen habe und mit meinem Qi vermische, dann kann ich erkennen, was ihm fehlt und entsprechend darauf reagieren. Ich finde heraus, wie ich sein Qi wieder zum Fließen bringe. So heile ich seine Krankheit. Krankheiten durch Qigong zu heilen, hat in China Tradition, seit 3000 Jahren. Für gewöhnlich leitet dabei der Meister das gesunde Qi seines eigenen Körpers durch die Hände in den Körper des Patienten. Dadurch bringt er dessen geschwächtes Qi wieder ins Gleichgewicht und macht ihn gesund. Im Fall von Li Mingde hat Meister Chun seine Energie durch den Scheitel seines Patienten übertragen. Beide Qis wurden miteinander verschmolzen und Li gewann im Laufe der Behandlung sein Augenlicht zurück. Der Naturheilpraktiker Alfonso Wong ist ebenfalls von der heilenden Wirkung des Qigong überzeugt. Qigong ist eine Form von Energieübertragung. Wenn man viel Energie hat und die Krankheit nicht besonders ernst ist, kann man sie durch Qigong heilen. Auch in westlichen Ländern wie Deutschland, den USA oder Kanada, wo Wong arbeitet, stößt Qigong auf immer mehr Interesse. Es wird zur Vorbeugung und zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Laut Wong eignet es sich besonders für Leiden mit einem schleichenden Verlauf. Bei einer schwerwiegenden Krankheit sollte man sich nicht einfach auf 1-2 Qigong-Sitzungen verlassen. Wenn das so wäre, könnten wir so ja einfach alles heilen. Die besten Behandlungserfolge gibt es bei Krankheiten wie Depressionen, Schlaflosigkeit, Migräne, Müdigkeit und Ähnlichem. In 10 Jahren Forschungsarbeit hat Dr. Wong das chinesische Qigong und die westliche Wissenschaft einander näher gebracht. Er hat etwas entwickelt, das er wissenschaftliches Qigong nennt und das man angeblich in nur 3 Stunden lernen kann. In seinen Kursen pustet Dr. Wong den Schülern auf den Scheitel, auf den Oberkörper und in die Handflächen. Ich blase das Qi in einer bestimmten Frequenz in den Kopf, um das Gehirn, das Zentrum unseres Bewusstseins, anzuregen. Wenn das Gehirn auf dieser Frequenz mitschwingt, wird im Körper Qi erzeugt. 11 Schüler sind heute da. Keiner von ihnen hat vorher Qigong praktiziert. Bevor sie Wongs Methode lernen, müssen sie sich erstmal entspannen. Dazu legen sie ihre Hände auf den Dantian-Punkt im Unterbauch. Dann beginnt Dr. Wong, das Qi in den Energiepunkt auf ihrem Scheitel zu blasen.
Nach 5, 6 Atemzügen fühlen sie, wie das Qi durch ihre Körper jagt. Einige von ihnen fangen an zu schwitzen. Stellen Sie sich vor, wie das Qi hier durchströmt. Vom Baihui-Dantian-Punkt am Kopf fließt es bis zum Dantian im Unterbauch. Und wenn man ausatmet, wird es von dort angezogen. Nach 15 Minuten können die Schüler das Qi selbst ausstrahlen, indem sie ihre Hände anderen Schülern auflegen. Offenbar kann man Qigong tatsächlich in kurzer Zeit lernen. Wenn das wirklich funktioniert, ist das eine gute Nachricht für viele Patienten. Es wirkt hundertprozentig. Nicht nur bei Ihnen selbst, sondern bei allen, denen Sie es weitergeben. Wir sprechen hier von mehr als 1000 Fällen, vielleicht sogar mehr, und bislang hat es jedes Mal funktioniert. Als Naturheilpraktiker glaubt Dr. Wong, dass das chinesische Qigong eine Heilmethode ist, die untrennbar mit der Natur verbunden ist. Je näher du der Natur oder einer natürlichen Umgebung bist, desto besser geht es dir. Wenn du dich davon entfernst, wirst du irgendwann krank. Deswegen hoffe ich, dass die Qigong-Lehre um die ganze Welt geht. Wir müssen uns der Natur zuwenden. Die westliche Medizin fängt gerade erst an, sich den Geheimnissen des Qigong zu öffnen. Wenn wir die Kraft des Qi in der Medizin nutzen könnten, wäre das mehr als ein bedeutender Schritt für die Forschung. Die wissenschaftlichen Standardwerke müssten größtenteils umgeschrieben werden. Aber bisher überwiegen die Unterschiede zwischen der östlichen und westlichen Sicht der Welt. Bis zu einer gemeinsamen Philosophie ist es noch ein langer Weg. Stechen lässt. Kommt das alles wirklich nur vom Qigong? Frau Chen ist 60 und praktiziert seit 6 oder 7 Jahren Qigong. Es hat sie von ihrer jahrelangen Migräne und ihrem Heuschnupfen geheilt. Früher war sie bereits vom einfachen Gehen außer Atem. Heute kann sie über Eier und Glühbirnen laufen, ohne sie zu zerbrechen. Die Menschen auf der Bühne sind keine Profikampfkünstler oder Topathleten. Bevor sie mit Qigong anfingen, waren sie alle bei schlechter Gesundheit. Heute können sie Leistungen vollbringen, die für durchschnittliche gesunde Menschen unmöglich sind. Wie löst Qigong solche Veränderungen im Körper aus? Was genau ist Qigong? Seit der Yin- und Shang-Dynastie vor mehr als 3000 Jahren glauben die Chinesen an eine Energie, die den Kosmos ebenso durchdringt wie den menschlichen Körper. Durch dieses Qi, so die Theorie, ist alles im Universum miteinander verbunden. In dem Standardwerk Huang Di Ne Jing oder das Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin heißt es, Qi ist eine Quelle des Lebens, eine energetische Kraft, die in jedem von Geburt ansteckt und im Laufe unseres Lebens nach und nach schwächer wird. Einige Menschen werden mit einer besonderen Begabung für Sport oder Kunst geboren, aber das Qi-Potenzial steckt in jedem von uns. Doch nur wenn man ständig übt, geht diese Gabe nicht verloren. Der Arzt Li Qinhua praktiziert seit mehr als 20 Jahren chinesische Medizin. Genau wie seine Vorgänger im alten China musste er während seiner Ausbildung auch Qigong studieren. Er sagt, dass man dem Abbau des Qi durch Training entgegenwirken kann. Und allein pure Willenskraft kann es durch den Körper fließen lassen. Das ist Qigong. Das Qi kann man weder fühlen noch sehen. Es hat keine Form, keinen Geschmack oder Geruch. Wer Qigong macht, kann nur durch bestimmte Methoden Kontakt dazu herstellen. Qi ist eine Substanz, die aufgenommen und ausgestrahlt werden kann. Und weil man das Qi weder anfassen noch messen kann, fällt es vor allem uns Menschen aus dem Westen schwer, es zu begreifen. Denn wir sind daran gewöhnt, alles wissenschaftlich zu belegen.
Aus chinesischer Sicht ist die Kraft des Qi jedoch offensichtlich. Hier glaubt fast jeder an diese Naturenergie und daran, dass man ihren Fluss im menschlichen Körper durch Willenskraft beeinflussen kann. So ermöglicht das Qi Shir übermenschliche Leistungen und kann die Funktion einzelner Organe verbessern. Aber wie funktioniert das? Das Wichtigste für das Qi ist die richtige Ernährung. Die Chinesen glauben, dass man durch bestimmte Pflanzen, wie Ginseng oder chinesische Engelwurz, das Qi im Körper anreichern kann. Seit dem mythischen gelben Kaiser, der vor 4000 Jahren geherrscht haben soll, praktizierten die Kaiser von China Qigong in der Hoffnung auf ewige Jugend. Aber es gibt noch eine zweite Methode, das Qi zu stärken, das Sammeln, so wie es dieser Meister hier gerade macht. Das Entscheidende dabei ist die Atmung. Qigong-Anhänger glauben, dass durch den Atem das Qi aus der Luft in den Körper aufgenommen wird. Dort stärkt es dann das innere, verbrauchte oder geschwächte Qi. Aber diese Energie existiert nicht überall gleich. Am besten reichert man sein Qi in der Natur an, wo es ruhig ist und die Luft rein. Wir müssen das Qi des Himmels und der Erde aufnehmen, die Essenz der Sonne und des Mondes. Wir müssen in Gebirgsbächen baden, Sonne tanken und eins werden mit der Natur. Dann können wir die heilende Energie aufnehmen, die unsere Körper stärkt und erfüllt. Von seinem Vater wurde Tu Jinchuan vor 27 Jahren in das Geheimnis des Qigong eingeweiht. Jeden Sonntag fährt Tu aufs Land, um das Qi der Natur aufzunehmen. Bei jedem Atemzug stellt sich der Meister vor, wie das Qi der Natur über seinen Kopf in seinen Körper fließt und die verbrauchte Energie in seinem Inneren erneuert. Durch Meditation reinigt der 45-Jährige seinen Geist und wird eins mit der Natur. Je mehr Qi er aufnimmt, desto stärker wird sein Körper. Qigong-Anhänger sind davon überzeugt, dass sie durch ihr Training unempfindlich für Schmerzen werden und sogar auf Nahrung verzichten können. Aber niemand hat das Qi selbst je gesehen. Welche Form nimmt es an, wenn es überhaupt wirklich existiert? Alfonso Wong ist Doktor der Naturheilkunde. Er hat Qigong unter physikalischen Gesichtspunkten untersucht und berichtet von neuen Erkenntnissen, die ihn selbst überraschten. Das Qi schwingt in einer bestimmten Frequenz. Und zwar der Kombination aus dem Frequenzbereich 7,83 und Infrarot. Es ist eine Mischung aus Spurenelementen und Wärmeenergie. Zusammen ergeben sie das Qi. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist das Qi einfach Energie. Und das Qigong hilft laut Wong dabei, diese Energie zum Fließen zu bringen. Die physikalische Energie eines Qigong-Meisters ist stärker als die seines Patienten. Wenn er also sein Qi aussendet, dann wird, physikalisch betrachtet, Energie von einem energiereichen Körper auf einen energiearmen Körper übertragen. Dr. Wong hat nach eigenen Angaben auch etwas über die Beziehung zwischen Qigong und der Natur herausgefunden. Er glaubt, dass die Erde in einer bestimmten Frequenz schwingt. Wer Qigong trainiert, bringt sich selbst mit dieser Frequenz in harmonischen Einklang. Dadurch verbessert sich die körperliche Kondition. Die jahrtausendealten chinesischen Trainingsmethoden beruhen tatsächlich alle auf diesem Prinzip. Sei es das Fasten oder die Kombination von Meditation und Atmung. Wenn Qigong wirklich unsere Fähigkeiten steigern und verborgene Kräfte entfesseln kann, wo liegen dann unsere Grenzen? Herrn Quangs Hingabe zum Qigong grenzt an Besessenheit. Trainingsmöglichkeiten sieht er überall. Selbst beim Treppensteigen nutzt er die Gelegenheit für eine kleine Boxübung. Jede Wand hat er hier schon abgeklopft. Aber es muss doch noch mehr Herausforderungen für ihn geben.
Der tapfere Herr Quang hat sich eine neue, waghalsige Übung ausgedacht. Er lässt sich von einem Motorroller überfahren. Vom anatomischen Standpunkt aus betrachtet, glaube ich, dass Übungen wie diese nicht helfen können. Ich habe meine Zweifel, wenn jemand behauptet, dass man dadurch Impotenz heilen kann. Wenn er recht hat, stellt sich die Frage, ob der neue Schwung für das Sexleben nicht psychologische Ursachen hat. Aber was kann passieren, wenn etwas schief geht? Der schlimmste Langzeitschaden wäre eine schwere Verletzung des männlichen Geschlechtsorgans. Abgesehen von den Schwellkörpern, die aus schwammähnlichem Gewebe bestehen, hat der Penis viele Blutgefäße und Nerven. Die versorgen ihn mit Blut und leiten die erotischen Signale weiter. Wenn es hier zu Verletzungen kommt, kann das ernste Folgen haben. Der Patient kann dann vielleicht gar keine Erektion mehr bekommen, obwohl er Lust verspürt. Das ist noch nicht alles. Angeblich riss einem Hänge-Kung-Fu-Meister aus Taiwan beim Versuch, 300 Kilo zu heben, sogar der Penis ab. Verletzungen des Penis bis hin zum Abreißen sind sicherlich die größte Gefahr. Dieses Risiko gibt es. Deswegen meine Warnung, versuchen Sie das niemals alleine, ohne genaue Anleitung und Ausbildung. Ob Hänge-Kung-Fu nun die Libido stärkt oder nicht, die Technik hat Taiwan im Sturm erobert. In den letzten Jahren haben hunderte Männer die Juju-San-Kung-Schule besucht. Heute ist das Abschlussfest auf dem Gelände der Schule außerhalb von Taipeh. Zur Feier des Tages haben die Schüler etwas ganz Besonderes vor. Sie wollen diesen 20 Tonnen schweren Lastwagen mit ihren Penissen ziehen. Skurrile Methoden, LKWs vom Fleck zu bewegen, gab es schon einige. Aber mit dem Penis? Drei Männer wollen es wagen. Ihre wichtigste Stütze ist dabei der 43-jährige Chen Yong-Chun. Er übt erst seit 2 Jahren Hänge-Kung-Fu und ist eigentlich noch nicht fortgeschritten genug. Aber niemand trainiert mit so viel Hingabe wie er. Normalerweise hebe ich 2-mal am Tag jeweils rund 100 Kilo. Bevor Herr Chen Hänge-Kung-Fu für sich entdeckte, ging es ihm gesundheitlich gar nicht gut. Mehr als 10 Jahre lang litt er unter Verdauungsstörungen, Nacken- und Rückenschmerzen. Aber 2 Monate nach dem Beginn des Trainings ließen seine Beschwerden nach. Seitdem übt er fast jeden Tag. Meine Frau hat mich immer unterstützt. Deswegen habe ich angefangen. Meine Frau meint, dass da, wo meine Haut Falten hatte, nun alles glatt ist. Alle Falten sind weg. Sein persönlicher Rekord liegt bei 170 Kilo. Der Lastwagen ist aber 20 Tonnen schwer. Um an seinem großen Tag nicht einen Durchhänger zu haben, trainiert Herr Chen seit 3 Monaten besonders intensiv. Er will im entscheidenden Moment so viel Kraft wie möglich haben. Heute ist es soweit. Schon morgens um 9 haben sich rund 100 Menschen versammelt. Viele Juju-San-Kung-Schüler sind aus Taipeh hierher gekommen. Sie wollen das Spektakel nicht verpassen. Genauso wenig wie die Anwohner, die sich fragen, was das alles soll. Eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung wärmen sich Herr Chen und seine Mitschüler im Garten hinter der Villa auf. Genau wie im Unterricht massieren sie ihre Geschlechtsteile, um das Qi zu konzentrieren. Eigentlich dürfte zwischen dem Ziehen eines Lastwagens und dem Gewichtheben kein großer Unterschied sein. Aber weil sie es noch nie zuvor gemacht haben, bereiten sie sich noch gründlicher vor als sonst.
Auch ihr Trainer weiß, was auf dem Spiel steht. Immer wieder prüft er durch Schläge in den Unterbauch, ob seine Schüler auch mit genug Qi aufgeladen sind. Was den Knoten angeht, ist es ein Unterschied, ob man einen Lastwagen ziehen oder Gewichte heben will. Hier kommt der doppelte Hängeknoten zum Einsatz. Ein Ende wird vorne am LKW festgemacht, das andere um Penis und Hoden geschlungen. Die Männer haben noch nie zuvor ein Fahrzeug mit ihren Penissen gezogen. Meister Tu geht deshalb lieber auf Nummer sicher und überträgt jedem noch etwas von seinem eigenen Qi. Dazu drückt er bei jedem auf den Dantian-Energiepunkt. 2 bis 3 Minuten und der Energietransfer ist komplett. Die Stimmung ist äußerst angespannt. Werden sie es schaffen? Die Männer konzentrieren sich und sammeln all ihr Qi im Penis durch pure Willenskraft. 10 Sekunden und das tonnenschwere Fahrzeug rollt, einen halben Meter weit. Ich habe vorher noch nie was gezogen, aber ich war optimistisch. Mein Meister sagte, dass es viel leichter geht, wenn ich mein ganzes Qi auf den Dantian-Punkt konzentriere. Die Qigong-Vorstellung geht weiter, obwohl einer der drei aufgibt. Jetzt sind nur noch Chen und ein Mitschüler übrig. Und es wird sogar noch nachgelegt. 50 Menschen steigen auf den Lastwagen. Noch mehr Gewicht und nur noch 2 Männer, die ziehen. Meister Tu überträgt noch einmal Energie auf seine Schüler. Ist das nur Hokuspokus oder wird ihre Kraft dadurch wirklich größer? Nach etwa 15 Sekunden setzt sich der Lastwagen in Bewegung, diesmal mit 50 Leuten beladen. Jetzt will Chen es ganz allein probieren. Aber nach den beiden vorherigen Versuchen hat seine Energie spürbar nachgelassen. Meister Tu überträgt noch einmal etwas von seinem eigenen Qi, in der Hoffnung, sein Schüler möge wieder zu Kräften kommen. 2, 3 Minuten später ist Herr Chen soweit. Noch nie hat ein Mann allein mit seinem Penis einen mit 50 Menschen beladenen LKW gezogen. Es sind weit mehr als 20 Tonnen. Chen konzentriert sich. All sein Qi muss jetzt in seinen Penis fließen. Die Zuschauer wagen kaum zu atmen. Tatsächlich, der Laster wird artig mit Blut und verhärten sich. Ich denke, wenn man dieses Organ sehr lange trainiert, könnte man theoretisch vielleicht die maximale Härte steigern. Jede Woche treffen sich Herr Wang und Herr Shu mit zahlreichen anderen Schülern, um Hänge-Kung-Fu zu üben. Bevor es an die Gewichte geht, müssen sie erst mal lernen, wie man richtig Knoten bindet. Denn auch davon hängt es ab, wie viel Kilo sie dranhängen können. Die Seile müssen aus Baumwolle sein, zur Not auch aus Seide. Sie müssen weich und trotzdem stabil sein, sonst gibt es leicht Verletzungen. Wir benutzen dieses Seil zum Binden, weil es weich ist. Man macht eine feste Schlinge um den Penis. Man muss es sehr eng binden. Wenn es fest sitzt, kann man richtig viel Gewicht dranhängen. Ein paar hundert Pfund. Es gibt 2 Möglichkeiten zu knoten. Bei der sogenannten einfachen Hängung wird das Seil am Penis befestigt. Nimmt man mehr als 100 Kilo Gewicht, wendet man die doppelte Hängung an. Dabei werden Penis und Hodensack zusammengebunden. Der Knoten sitzt dabei hinten am Schaft. Vor dem Festbinden müssen die Männer sich aufwärmen und ihren Körper mit Qi durchströmen. Bei dieser Kung-Fu-Übung ahmen sie den Atemstil der Kröte nach. Sie ziehen ihren Unterleib auseinander und wieder zusammen. So bündeln sie die Energie im Bereich des Zwerchfells.
Nach rund 15 Minuten konzentrieren sie das Qi auf einen sogenannten Dantian, einen Energiepunkt etwa 3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Von dort kann es ungehindert in die edlen Teile fließen. Mit ein paar Faustschlägen auf den Bauch testet der Meister, ob seine Schüler genug Qi gesammelt haben. Beim Hänge-Kung-Fu ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehört auch eine entspannende Massage. Damit es nicht zu peinlich wird, drehen sich die Schüler dabei zur Wand. Die Trainingsgeräte sind diese Eisengewichte. Die kleinsten wiegen 5 Kilo, die mittleren 10 und die größten 20. Unser Kameramann kann sie mit beiden Händen nur ein paar Sekunden halten. Für diese Herren aber sind solche Gewichte nur etwas zum Aufwärmen. Als erstes wird eine 10-Kilo-Scheibe aufgelegt. Tief einatmen und aus den Knien anheben. Die Schüler halten das Gewicht nur mit dem Penis. Um den ganzen Unterleib zu trainieren und mit Qi anzureichern, schwingen sie das Gewicht 100 Mal hin und her. Wie geht das? Welche geheime Technik verbirgt sich hinter diesen Tüchern? Am schwierigsten ist es offenbar, das Gewicht mit einer Erektion im 45-Grad-Winkel anzuheben. Dazu muss der Penis mit Qi und nicht mit Blut gefüllt sein, sagt Meister Tu. Man muss genau den richtigen Moment abpassen, wenn das Qi einströmt. Für einen Mann ist eine Erektion eine Gelegenheit, entweder zum Sex oder zum Gewichteheben. Aber die Erektion darf nicht zu stark sein. Und der Penis ist mit Qi gefüllt und nicht mit Blut. Wenn zu viel Blut dazukommt, wird die Erektion zu stark. Wenn man dann ein zu schweres Gewicht hebt, riskiert man Blutungen oder Brüche. Um zu testen, ob seine Schüler Fortschritte gemacht haben, hängt der Trainer immer neue Gewichte an. Je schwerer das Ganze, desto weiter haben sie sich entwickelt und desto stärker ist ihre Energie. Der Rekord liegt derzeit bei 300 Kilo. Herr Wang, Herr Shu und die anderen Schüler stellen sich heute neuen Herausforderungen. Der 78-jährige Shu will 60 Kilo heben. Das ist fast sein eigenes Körpergewicht von gerade mal 65 Kilo. Während wir noch zweifeln, lässt er schon seine Last baumeln. Nach 3-jährigem Training bereitet sich der 60-jährige Chen Ming darauf vor, ein 100 Kilo schweres Eisengewicht zu heben, doppelt so schwer wie er selbst. Sein Qi muss er heute länger als sonst sammeln, aber er schafft es. Auch bei Herrn Wang dauert es heute ein wenig, obwohl er schon länger trainiert. Er versucht sich an 180 Kilo. Sein Trainer und er sind deswegen auch beide ziemlich nervös. Am Ende hat er die 180 Kilo nicht nur hochgehoben, sondern sie außerdem mit seinem Penis hin und her geschwungen. Der Meister erklärt, dass die Zugkraft dabei um das Hundertfache verstärkt wird. Was wir hier sehen, sprengt unser Vorstellungsvermögen. Und ein Hauch von Zweifel bleibt bestehen. Kann ein so empfindlicher Körperteil wirklich durch Training so viel Gewicht tragen wie ein Stahlseil? Widerspricht das nicht der menschlichen Anatomie?
Kann ein 60- bis 70-jähriger Mann zig Kilo heben? Also ich habe da so meine Zweifel. Tatsache ist, dass es kein vergleichbares Gewebe im Körper gibt, mit dem man diese Behauptung überprüfen könnte. Doch selbst wenn ein Mann solche Gewichte an seinem Penis hängen könnte, bringt diese Technik wirklich etwas für die sexuelle Leistungsfähigkeit? Im alten China war Hänge-Kung-Fu die Geheimwaffe der Kaiser. Manche hatten Tausende von Konkubinen. Und nach den anstrengenden Staatsgeschäften des Tages brauchten sie etwas, das ihnen Schwung im Bett verlieh. Im heutigen Taiwan zieht Hänge-Kung-Fu vor allem etwas ältere Männer an. Einige von ihnen schwören auf die Technik. Meine Libido? Früher machte ich es einmal im Monat, manchmal auch nur alle zwei Monate. Jetzt schaffe ich es einmal alle zwei Wochen. Ich weiß nicht wie lang. Ich glaube so 20 bis 30 Minuten. Unser Schulmediziner ist da eher skeptisch. Selbst wiegt gerade mal 60 Kilo, das Zweirad dagegen weit über 100 und hat ordentlich PS. Das kann doch bestimmt nicht gesund sein, oder? Was wir hier gerade gemacht haben, war nicht schlimm. Es hilft sogar. Beim Qigong-Training gilt, je größer die Wucht der Energie, desto größer der Fortschritt. Aber kann diese ungewöhnliche Methode wirklich helfen, Herrn Quangs Qi zu stärken? Zuerst konzentriert der 56-Jährige die Energie seines ganzen Körpers in seinem Bauch. In dem Moment, in dem ihn der Motorroller überfährt, ist sein Qi am stärksten. Selbst nach drei Versuchen mit dem Roller ist Herr Quang immer noch unversehrt. Mit Glück oder Zufall hat das also nichts zu tun. Herr Quang kann sein Qi offenbar wirklich kontrollieren. So stählt man seinen Körper. Man muss hart an sich arbeiten, um seinen Kung-Fu zu perfektionieren. Durch Kung-Fu kann der Körper sogar Kräften widerstehen, die unter normalen Umständen zu ernsten Verletzungen führen würden oder sogar tödlich wären. Diese faszinierende Technik nennt man auch hartes Qigong. Es ist in China schon seit mehr als 1000 Jahren Teil der Kampfkunst. Der Legende nach konnten manche Kung-Fu-Kämpfer ganz ohne Nahrung oder Schlaf auskommen und hatten gottähnliche Kräfte. Hartes Qigong ist eine geheimnisvolle Kung-Fu-Technik, die noch heute von Shaolin-Mönchen praktiziert wird. Sie konzentrieren das Qi auf einen beliebigen Teil des Körpers. Dadurch haben sie eine gewaltige Schlagkraft und können selbst heftigsten Angriffen standhalten. Schläge mit Eisenstangen auf den Kopf? Kein Problem. Sogar der verletzlichste Teil des Körpers kann durch die Kraft des Qi zu einer Waffe werden. Auf diesem Prinzip basiert auch eine ziemlich skurrile Kampfkunsttechnik. Sie nutzt den empfindlichsten Teil des Mannes, sein Geschlechtsorgan. Hänge-Kung-Fu heißt diese Technik. Begründet wurde sie von einer taoistischen Sekte mit einer tausendjährigen Tradition. Sie ist eine der vier großen Kampfkunstschulen Chinas. Und zu ihren eher unüblichen Methoden gehört es, das männliche Glied beim Qigong einzusetzen. Viele Männer haben beim Training ihr Leben riskiert, da Hänge-Kung-Fu angeblich die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern soll. Lange war diese ungewöhnliche Kampfkunst fast vergessen. Erst ein Qigong-Verein in Taiwan brachte sie vor über 20 Jahren zurück ins Licht der Öffentlichkeit. Chuchu San Kung, das bedeutet so viel wie lange Lebensdauer, ist eine Kampfkunstschule, die sich besonders dem Hänge-Kung-Fu widmet. Bis jetzt hat sie mehr als 1000 Schüler angezogen. Meister Tu Chin Chuan hat die Schule gegründet. Wie er mit seinem Gemächt schwere Gewichte heben kann, lernte er mit 17 von seinem Vater. Denn alle Männer in der Familie müssen diese geheime Kunst erlernen, so will es die Tradition. Das verstehen wir Chinesen als Stärkung des Fluidums zur Steigerung der sexuellen Leistung. Es ist viel wirksamer als jede Medizin. Im alten China glaubte man, dass die Essenz der Männlichkeit in den Hoden gebildet wird.
Eine starke männliche Kraft würde die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern und gleichzeitig den ganzen Körper stärken. Am einfachsten geht das, indem man mit genau diesem Körperteil Qigong praktiziert. Die Männlichkeit soll so in Energie umgewandelt und im Körper gespeichert werden. Aber funktioniert das wirklich? Der 64-jährige Wang Qiang macht seit 7 Jahren Hänge-Kung-Fu. Davor hatte er ein Leberleiden, Bluthochdruck und Diabetes. Bevor ich mit dem Training angefangen habe, hatte ich nicht sehr viel Lust auf Sex, denn meine Gesundheit war nicht besonders gut. Nach einem Jahr Training merkte ich, wie sich mein Zustand nach und nach besserte. Jetzt geht es mir wie jedem anderen normalen Menschen. Shu Daoming ist der älteste Hänge-Kung-Fu-Schüler. Er ist 78 und trainiert die Technik seit einem Jahr. Meine Prostata war vergrößert. Aber seit ich Chuchu San Kung praktiziere, ist sie wieder normal. Wer Hänge-Kung-Fu lernen will, muss mindestens 16 Jahre alt und körperlich voll entwickelt sein. So lautet die Vorschrift. Für die Schüler gelten eine Reihe seltsamer Regeln. Beim Essen und Trinken soll man Nahrungsmittel vermeiden, die der chinesischen Ernährungslehre nach als kalt oder kühlend eingestuft werden, wie zum Beispiel Bier. Das soll man lieber stehen lassen. Früher durften die Qigong-Meister vor Ausübung des Hänge-Kung-Fu 100 Tage lang nicht mit ihren Frauen schlafen. Das sollte verhindern, dass die Männlichkeit austritt. Heutzutage sind es nur noch 8 Stunden Sexverbot. Aber es gibt noch eine andere Regel, die beachtet werden muss. Laut traditioneller chinesischer Medizin sollte Sex mit einem weitaus älteren Partner des anderen Geschlechts vermieden werden. Es ist kein absolutes Verbot, aber man sollte das nicht zu oft tun. Es dauert etwa 8 Jahre, bis die Hänge-Kung-Fu-Lehre abgeschlossen ist. Herr Wang und Herr Shu sind aber schon etwas älter. Das Training ist für sie entsprechend hart und sie brauchen doppelt so lange, um die Grundlagen zu lernen. Zum Beispiel, wie sie das Qi in den Geschlechtsorganen konzentrieren können. Es tut erst weh, wenn man an seine Gewichtsgrenze kommt, sonst nicht. Klar, wenn man mit 200 Kilo arbeitet, schmerzt das, aber das kommt vom Qi, das anschwillt und einen durchspült, wenn man die Gewichte drangehängt hat. Aber das ist ein angenehmer Schmerz, wirklich angenehm. Herr Wang hatte sich beim Training anfangs verletzt. Laut Meister Tu ist das normal. Schwellungen gehören für Anfänger dazu. Bis Herr Wang die Techniken des Hänge-Kung-Fu beherrschte, dauerte es 3 Jahre. Das Schwerste, was ich halten kann, sind 210 Kilo. 210 Kilo? Das ist so schwer wie ein ausgewachsenes Schwein. Die wenigsten Menschen könnten das mit ihren Armen heben. Aus der Sicht der westlichen Medizin stellt sich die Frage, kann das wirklich sein? Das männliche Glied ist ein Organ, das wir nicht bewusst steuern können. Bei einem sexuellen Reiz füllen sich die Schwellkörper reflexartig. In der Natur ist alles ständig in Bewegung. Stillstand gibt es nicht. Und in ihrem Inneren verborgen wirkt seit jeher eine gewaltige Kraft. Sie beeinflusst den Lauf der Welt, Sonne und Mond, Ebbe und Flut und jedes Lebewesen auf der Erde, vom Wachstum der Pflanzen bis zur Gesundheit des Menschen. Seit alters her glauben Menschen, dass man diese Kraft nutzen kann, um Alter, Krankheit, ja selbst den Tod zu überwinden.
Jede Nacht nimmt Quang Huan Chuan diese Energie der Natur in sich auf. Der 56-Jährige lebt in der Kleinstadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong und seine Schlafgewohnheiten wirken etwas seltsam. Ich lege mir einen Sandsack oder einen Medizinball auf den Bauch. Dann spanne ich den Bauch an und atme tief ein. Seit 20 Jahren schläft Herr Quang mit einem 25-Kilo-Sack auf dem Bauch. Er glaubt, dass er so mit seinem Atem mehr Energie als andere Menschen aufnehmen kann. Mehrere hundertmal so viel. Herr Quang litt unter einer chronischen Luftröhrenentzündung und hohem Blutdruck. Nach 3 Monaten Schlaf mit dem Sandsack auf dem Bauch ging es ihm viel besser. Seitdem ist er von der Wirksamkeit dieser Methode überzeugt und schläft immer so. Was der 56-Jährige hier praktiziert, nennen die Chinesen Qigong. Übersetzt bedeutet das so viel wie Atemkontrolle oder Energieübung. Dahinter steckt eine innere Kraft oder Energie, die sich auch Kampfkünstler zunutze machen. Ich habe meinen Körper stahlhart gemacht. Durch meine besonderen Schlafgewohnheiten stärke ich innerlich das Qi. Und äußerlich baue ich meine Muskeln, Sehnen und Knochen auf. Das sind die Grundprinzipien von Kampfkunst und Qigong. Auf Qigong stieß Herr Quang durch Zufall. Vor rund 20 Jahren traf er einen Meister, der ihm zunächst Meditation und Atemübungen beibrachte. Mit der Zeit merkte Quang, dass seine körperliche Kondition immer besser wurde. Nun wollte er mehr wissen und besorgte sich Bücher über Kampftechniken. Er begann mit einer simplen Trainingsmethode. Jeden Tag schlug Herr Quang 1000 Mal auf einen Sandsack ein. So wollte er die Kraft seines Qi, also seine innere Energie, auf seine Fäuste übertragen. Nach einer Weile reichte ihm das nicht mehr. Er versuchte, die Kraft auf seinen ganzen Körper auszudehnen. Jeden Tag nach dem Mittagessen steht hartes Training auf dem Programm. Das sind 8 Kilo schwere Eisenpfosten. Quang schlägt nicht nur mit den Händen darauf ein, sondern er härtet mit ihnen auch seinen Kopf, seinen Rücken und seinen Bauch ab. Früher verletzte er sich dabei oft, aber Quang gab deswegen nicht auf, denn er ist davon überzeugt, dass sein Qi so immer stärker wird. Je heftiger der Schlag, desto größer die Gegenreaktion im Körper, desto stärker sein Qi. Quang ging noch weiter und befasste sich mit Shaolin Kung Fu. Er wählte eine besondere Kunst, das Eisenschleifer Handflächen Kung Fu. Diese Bohnen und Chilischoten sind nicht zum Essen. Mindestens eine halbe Stunde pro Tag stößt er seine Hände in den Eimer, etwa 200 bis 300 Mal. Das braucht man für das sogenannte scharlachrote Handflächen-Kung-Fu, die Vorstufe zum Eisenschleifer-Handflächen-Kung-Fu. Die Bohnen und Chilischoten fördern die Durchblutung und lindern Schwellungen und Schmerzen. Auf 10 Teile Bohnen kommen 2 Teile Chilischoten. So wird es noch heute im Shaolin-Tempel praktiziert. Nach einem halben Jahr wechselte Herr Quang zur nächsten Stufe, einen Eimer mit Eisenstücken. Erst trainiert man mit abgerundeten Teilen. Dann mischt man würfelförmige Stücke unter. Zum Schluss kommen scharfkantige Eisenteile dazu. Die Haut an Quangs Händen ist gesättigt von Rost. Sie ist dick und zäh wie Leder und kann praktisch jedem Angriff widerstehen. Es sind die einzigen Eisenschleifer-Handflächen in ganz Foshan. Und das ist nicht alles. Quang hat auch die Kunst des Eisenkopf-Kung-Fu perfektioniert. Der Kopf ist normalerweise sehr empfindlich. Quangs Schädel ist aber 4-mal härter als der eines normalen Menschen. Zum Nachmachen ist das absolut nicht geeignet. Aus dem Handstand heraus prallt Quang immer wieder mit dem Kopf auf den Boden. Eine gefährliche Übung, aber der Kampfkünstler fühlt schon seit langem keinen Schmerz mehr.
Selbst Schläge mit einer Eisenschiene steckt er weg. Kein Blut, keine Schwellungen. Jede dieser Trainingsmethoden würde bei einem normalen Menschen schwere Gehirnerschütterungen verursachen. Warum nicht bei Herrn Quang? Wie macht das Qigong ihn unverletzbar? Eigentlich ist er doch nur ein älterer Herr im Ruhestand. Aber er scheint schier übermenschliche Kräfte zu haben durch Qigong. Schätzungen zufolge praktizieren mehr als 10 Millionen Menschen in China Qigong. In den Parks der großen Städte wie Peking oder Shanghai treffen sich jeden Morgen hunderte Anhänger zum gemeinsamen Üben. Bei der Arbeit habe ich mich früher viel bewegt. Aber als ich aufhörte, war es damit vorbei. Ich wurde immer schlapper und meine Gesundheit ging den Bach runter. Durch das Training hier wollte ich das wieder verbessern. Es lief noch viel besser, als ich erwartet hatte. Ich glaube, dass Qigong meiner ganzen Familie geholfen hat, ganz besonders meinem Sohn. Er kam vorbei, um es sich anzusehen. Es gefiel ihm und er fing auch damit an. In der Nähe der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh haben sich fast 100 Menschen versammelt. Sie kommen aus unterschiedlichen Schichten und Altersgruppen und haben doch eins gemeinsam. Sie alle wollen mit Qigong ihre Krankheiten heilen. Wang Chuan ist 42 Jahre alt. Seit 4 Jahren macht sie Qigong. Davor fühlte sie sich oft schlapp und abgeschlagen. Aber schon nach 6 Monaten hätte sie es mit jedem Holzfäller aufnehmen können. Heute kann sie ihre Kraft auf spektakuläre Weise demonstrieren, indem sie sich Essstäbchen in die Schläge... Das Qi schwingt in einer bestimmten Frequenz. Und zwar der Kombination aus dem Frequenzbereich 7,83 und Infrarot. Es ist eine Mischung aus Spurenelementen und Wärmeenergie. Zusammen ergeben sie das Qi. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist das Qi einfach Energie. Und das Qigong hilft laut Wong dabei, diese Energie zum Fließen zu bringen. Die physikalische Energie eines Qigong-Meisters ist stärker als die seines Patienten. Wenn er also sein Qi aussendet, dann wird, physikalisch betrachtet, Energie von einem energiereichen Körper auf einen energiearmen Körper übertragen. Dr. Wong hat nach eigenen Angaben auch etwas über die Beziehung zwischen Qigong und der Natur herausgefunden. Er glaubt, dass die Erde in einer bestimmten Frequenz schwingt. Wer Qigong trainiert, bringt sich selbst mit dieser Frequenz in harmonischen Einklang. Dadurch verbessert sich die körperliche Kondition. Die jahrtausendealten chinesischen Trainingsmethoden beruhen tatsächlich alle auf diesem Prinzip. Sei es das Fasten oder die Kombination von Meditation und Atmung. Wenn Qigong wirklich unsere Fähigkeiten steigern und verborgene Kräfte entfesseln kann, wo liegen dann unsere Grenzen? Herrn Quangs Hingabe zum Qigong grenzt an Besessenheit. Trainingsmöglichkeiten sieht er überall. Selbst beim Treppensteigen nutzt er die Gelegenheit für eine kleine Boxübung. Jede Wand hat er hier schon abgeklopft. Aber es muss doch noch mehr Herausforderungen für ihn geben. Der tapfere Herr Quang hat sich eine neue, waghalsige Übung ausgedacht. Er lässt sich von einem Motorroller überfahren. Er selbst wiegt gerade mal 60 Kilo, das Zweirad dagegen weit über 100 und hat ordentlich PS. Das kann doch bestimmt nicht gesund sein, oder? Was wir hier gerade gemacht haben, war nicht schlimm. Es hilft sogar. Beim Qigong-Training gilt, je größer die Wucht der Energie, desto größer der Fortschritt. Aber kann diese ungewöhnliche Methode wirklich helfen, Herrn Quangs Qi zu stärken?
Zuerst konzentriert der 56-Jährige die Energie seines ganzen Körpers in sein... Es sind weit mehr als 20 Tonnen. Chen konzentriert sich. All sein Qi muss jetzt in seinen Penis fließen. Die Zuschauer wagen kaum zu atmen. Tatsächlich, der Laster bildet artig mit Blut und verhärten sich. Ich denke, wenn man dieses Organ sehr lange trainiert, könnte man theoretisch vielleicht die maximale Härte steigern. Jede Woche treffen sich Herr Wang und Herr Shu mit zahlreichen anderen Schülern, um Hänge-Kung-Fu zu üben. Bevor es an die Gewichte geht, müssen Sie erstmal lernen, wie man richtig Knoten bindet. Denn auch davon hängt es ab, wie viel Kilo Sie dranhängen können. Die Seile müssen aus Baumwolle sein, zur Not auch aus Seide. Sie müssen weich und trotzdem stabil sein, sonst gibt es leicht Verletzungen. Wir benutzen dieses Seil zum Binden, weil es weich ist. Man macht eine feste Schlinge um den Penis. Man muss es sehr eng binden. Wenn es fest sitzt, kann man richtig viel Gewicht dranhängen. Ein paar hundert Pfund. Es gibt zwei Möglichkeiten zu knoten. Bei der sogenannten einfachen Hängung wird das Seil am Penis befestigt. Nimmt man mehr als 100 Kilo Gewicht, wendet man die doppelte Hängung an. Dabei werden Penis und Hodensack zusammengebunden. Der Knoten sitzt dabei hinten am Schaft. Vor dem Festbinden müssen die Männer sich aufwärmen und ihren Körper mit Qi durchströmen. Bei dieser Kung-Fu-Übung ahmen sie den Atemstil der Kröte nach. Sie ziehen ihren Unterleib auseinander und wieder zusammen. So bündeln sie die Energie im Bereich des Zwerchfells. Nach rund 15 Minuten konzentrieren sie das Qi auf einen sogenannten Dantian, einen Energiepunkt etwa 3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Von dort kann es ungehindert in die edlen Teile fließen. Mit ein paar Faustschlägen auf den Bauch testet der Meister, ob seine Schüler genug Qi gesammelt haben. Beim Hänge-Kung-Fu ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehört auch eine entspannende Massage. Damit es nicht zu peinlich wird, drehen sich die Schüler dabei zur Wand. Hartes Qigong ist eine geheimnisvolle Kung-Fu-Technik, die noch heute von Shaolin-Mönchen praktiziert wird. Sie konzentrieren das Qi auf einen beliebigen Teil des Körpers. Dadurch haben sie eine gewaltige Schlagkraft und können selbst heftigsten Angriffen standhalten. Schläge mit Eisenstangen auf den Kopf? Kein Problem. Sogar der verletzlichste Teil des Körpers kann durch die Kraft des Qi zu einer Waffe werden. Auf diesem Prinzip basiert auch eine ziemlich skurrile Kampfkunsttechnik. Sie nutzt den empfindlichsten Teil des Mannes, sein Geschlechtsorgan. Hänge-Kung-Fu heißt diese Technik. Begründet wurde sie von einer taoistischen Sekte mit einer tausendjährigen Tradition. Sie ist eine der 4 großen Kampfkunstschulen Chinas. Und zu ihren eher unüblichen Methoden gehört es, das männliche Glied beim Qigong einzusetzen. Viele Männer haben beim Training ihr Leben riskiert, da Hänge-Kung-Fu angeblich die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern soll. Lange war diese ungewöhnliche Kampfkunst fast vergessen. Erst ein Qigong-Verein in Taiwan brachte sie vor über 20 Jahren zurück ins Licht der Öffentlichkeit. Chuchu San Kung, das bedeutet so viel wie lange Lebensdauer, ist eine Kampfkunstschule, die sich besonders dem Hänge-Kung-Fu widmet. Bis jetzt hat sie mehr als 1000 Schüler angezogen. Meister Tu Chin Chuan hat die Schule gegründet. Wie er mit seinem Gemächt schwere Gewichte heben kann, lernte er mit 17 von seinem Vater. Denn alle Männer in der Familie müssen diese geheime Kunst erlernen, so will es die Tradition. Das verstehen wir Chinesen als Stärkung des Fluidums zur Steigerung der sexuellen Leistung. Es ist viel wirksamer als jede Medizin.
Im alten China glaubte man, dass die Essenz der Männlichkeit in den Hoden gebildet wird. Eine starke männliche Kraft würde die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern und gleichzeitig den ganzen Körper stärken. Am einfachsten geht das, indem man mit genau diesem Körperteil Qigong praktiziert. Die Männlichkeit soll so in Energie umgewandelt und im Körper gespeichert werden. Aber funktioniert das wirklich? Der 64-jährige Wang Qiang macht seit 7 Jahren Hänge-Kung-Fu. Davor hatte er ein Leberleiden, Bluthochdruck und Diabetes. Bevor ich mit dem Training angefangen habe, hatte ich nicht sehr viel Lust auf Sex, denn meine Gesundheit war nicht besonders gut. Nach einem Jahr Training merkte ich, wie sich mein Zustand nach und nach besserte. Jetzt geht es mir wie aus dem Nichts fühlte ich, wie sich allmählich ein Muskel neben meinem Auge verhärtete. Wegen dieser Behandlung und der Einnahme von Medikamenten wurde es nach einem halben Jahr langsam besser. Meister Chun Tai Dai arbeitet seit 6 Jahren als ehrenamtlicher Arzt in Taiwan. Allein durch sein Qi erkennt er, was dem Patienten fehlt. Er braucht weder Körperkontakt zu ihm noch irgendwelche Instrumente. Ich spüre sein Qi. Und wenn ich seine Energie empfangen habe und mit meinem Qi vermische, dann kann ich erkennen, was ihm fehlt und entsprechend darauf reagieren. Ich finde heraus, wie ich sein Qi wieder zum Fließen bringe. So heile ich seine Krankheit. Krankheiten durch Qigong zu heilen, hat in China Tradition, seit 3000 Jahren. Für gewöhnlich leitet dabei der Meister das gesunde Qi seines eigenen Körpers durch die Hände in den Körper des Patienten. Dadurch bringt er dessen geschwächtes Qi wieder ins Gleichgewicht und macht ihn gesund. Im Fall von Li Mingde hat Meister Chun seine Energie durch den Scheitel seines Patienten übertragen. Beide Qis wurden miteinander verschmolzen und Li gewann im Laufe der Behandlung sein Augenlicht zurück. Der Naturheilpraktiker Alfonso Wong ist ebenfalls von der heilenden Wirkung des Qigong überzeugt. Qigong ist eine Form von Energieübertragung. Wenn man viel Energie hat und die Krankheit nicht besonders ernst ist, kann man sie durch Qigong heilen. Auch in westlichen Ländern wie Deutschland, den USA oder Kanada, wo Wong arbeitet, stößt Qigong auf immer mehr Interesse. Es wird zur Vorbeugung und zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Laut Wong eignet es sich besonders für Leiden mit einem schleichenden Verlauf. Bei einer schwerwiegenden Krankheit sollte man sich nicht einfach auf 1, 2 Qigong-Sitzungen verlassen. Wenn das so wäre, könnten wir so ja einfach alles heilen. Die besten Behandlungserfolge gibt es bei Krankheiten wie Depressionen, Schlaflosigkeit, Migräne, Müdigkeit und Ähnlichem. In 10 Jahren Forschungsarbeit hat Dr. Wong das chinesische Qigong und die westliche Wissenschaft einander näher gebracht. Er hat etwas entwickelt, das er wissenschaftliches Qigong nennt und das man angeblich in nur 3 Stunden lernen kann. In seinen Kursen pustet Dr. Wong den Schülern auf den Scheitel, auf den Oberkörper und in die Handflächen. Ich blase das Qi in einer bestimmten Frequenz in den Kopf, um das Gehirn, das Zentrum unseres Bewusstseins, anzuregen. Wenn das Gehirn auf diese 2 Wochen. Ich weiß nicht wie lang. Ich glaube so 20 bis 30 Minuten. Unser Schulmediziner ist da eher skeptisch. Selbst wiegt gerade mal 60 Kilo. Das Zweirad dagegen weit über 100 und hat ordentlich PS. Das kann doch bestimmt nicht gesund sein, oder? Was wir hier gerade gemacht haben, war nicht schlimm. Es hilft sogar. Beim Qigong-Training gilt, je größer die Wucht der Energie, desto größer der Fortschritt. Aber kann diese ungewöhnliche Methode wirklich helfen, Herrn Quangs Qi zu stärken?
Zuerst konzentriert der 56-Jährige die Energie seines ganzen Körpers in seinem Bauch. In dem Moment, in dem ihn der Motorroller überfährt, ist sein Qi am stärksten. Selbst nach 3 Versuchen mit dem Roller ist Herr Quang immer noch unversehrt. Mit Glück oder Zufall hat das also nichts zu tun. Herr Quang kann sein Qi offenbar wirklich kontrollieren. So stählt man seinen Körper. Man muss hart an sich arbeiten, um seinen Kung-Fu zu perfektionieren. Durch Kung-Fu kann der Körper sogar Kräften widerstehen, die unter normalen Umständen zu ernsten Verletzungen führen würden oder sogar tödlich wären. Diese faszinierende Technik nennt man auch hartes Qigong. Es ist in China schon seit mehr als 1000 Jahren Teil der Kampfkunst. Der Legende nach konnten manche Kung-Fu-Kämpfer ganz ohne Nahrung oder Schlaf auskommen und hatten gottähnliche Kräfte. Hartes Qigong ist eine geheimnisvolle Kung-Fu-Technik, die noch heute von Shaolin-Mönchen praktiziert wird. Sie konzentrieren das Qi auf einen beliebigen Teil des Körpers. Dadurch haben sie eine gewaltige Schlagkraft und können selbst heftigsten Angriffen standhalten. Schläge mit Eisenstangen auf den Kopf? Kein Problem. Sogar der verletzlichste Teil des Körpers kann durch die Kraft des Qi zu einer Waffe werden. Auf diesem Prinzip basiert auch eine ziemlich skurrile Kampfkunsttechnik. Sie nutzt den empfindlichsten Teil des Mannes, sein Geschlechtsorgan. Hänge-Kung-Fu heißt diese Technik. Begründet wurde sie von einer taoistischen Sekte mit einer tausendjährigen Tradition. Sie ist eine der 4 großen Kampfkunstschulen Chinas. Und zu ihren eher unüblichen Methoden gehört es, das männliche Glied beim Qigong einzusetzen. Viele Männer haben beim Training ihr Leben riskiert, da Hänge-Kung-Fu angeblich die sexuelle Leistungsfähigkeit steigern soll. Lange war diese ungewöhnliche Besessenheit. Trainingsmöglichkeiten sieht er überall. Selbst beim Treppensteigen nutzt er die Gelegenheit für eine kleine Boxübung. Jede Wand hat er hier schon abgeklopft. Aber es muss doch noch mehr Herausforderungen für ihn geben. Der tapfere Herr Quang hat sich eine neue, waghalsige Übung ausgedacht. Er lässt sich von einem Motorroller überfahren. Vom anatomischen Standpunkt aus betrachtet, glaube ich, dass Übungen wie diese nicht helfen können. Ich habe meine Zweifel, wenn jemand behauptet, dass man dadurch Impotenz heilen kann. Wenn er recht hat, stellt sich die Frage, ob der neue Schwung für das Sexleben nicht psychologische Ursachen hat. Aber was kann passieren, wenn etwas schief geht? Der schlimmste Langzeitschaden wäre eine schwere Verletzung des männlichen Geschlechtsorgans. Abgesehen von den Schwellkörpern, die aus schwammähnlichem Gewebe bestehen, hat der Penis viele Blutgefäße und Nerven. Die versorgen ihn mit Blut und leiten die erotischen Signale weiter. Wenn es hier zu Verletzungen kommt, kann das ernste Folgen haben. Der Patient kann dann vielleicht gar keine Erektion mehr bekommen, obwohl er Lust verspürt. Das ist noch nicht alles. Angeblich riss einem Hänge-Kung-Fu-Meister aus Taiwan beim Versuch, 300 Kilo zu heben, sogar der Penis ab. Verletzungen des Penis bis hin zum Abreißen sind sicherlich die größte Gefahr. Dieses Risiko gibt es. Deswegen meine Warnung: Versuchen Sie das niemals alleine, ohne genaue Anleitung und Ausbildung. Ob Hänge-Kung-Fu nun die Libido stärkt oder nicht, die Technik hat Taiwan im Sturm erobert. In den letzten Jahren haben hunderte Männer die Juju-San-Kung-Schule besucht.
Heute ist das Abschlussfest auf dem Gelände der Schule außerhalb von Taipeh. Zur Feier des Tages haben die Schüler etwas ganz Besonderes. Quang ging noch weiter und befasste sich mit Shaolin-Kung-Fu. Er wählte eine besondere Kunst, das Eisenschleifer-Handflächen-Kung-Fu. Diese Bohnen und Chilischoten sind nicht zum Essen. Mindestens eine halbe Stunde pro Tag stößt er seine Hände in den Eimer, etwa 200 bis 300 Mal. Das braucht man für das sogenannte scharlachrote Handflächen-Kung-Fu, die Vorstufe zum Eisenschleifer-Handflächen-Kung-Fu. Die Bohnen und Chilischoten fördern die Durchblutung und lindern Schwellungen und Schmerzen. Auf 10 Teile Bohnen kommen 2 Teile Chilischoten. So wird es noch heute im Shaolin-Tempel praktiziert. Nach einem halben Jahr wechselte Herr Quang zur nächsten Stufe, einen Eimer mit Eisenstücken. Erst trainiert man mit abgerundeten Teilen. Dann mischt man würfelförmige Stücke unter. Zum Schluss kommen scharfkantige Eisenteile dazu. Die Haut an Quangs Händen ist gesättigt von Rost. Sie ist dick und zäh wie Leder und kann praktisch jedem Angriff widerstehen. Es sind die einzigen Eisenschleifer-Handflächen in ganz Foshan. Und das ist nicht alles. Quang hat auch die Kunst des Eisenkopf-Kung-Fu perfektioniert. Der Kopf ist normalerweise sehr empfindlich. Quangs Schädel ist aber 4-mal härter als der eines normalen Menschen. Zum Nachmachen ist das absolut nicht geeignet. Aus dem Handstand heraus prallt Quang immer wieder mit dem Kopf auf den Boden. Eine gefährliche Übung, aber der Kampfkünstler fühlt schon seit langem keinen Schmerz mehr. Selbst Schläge mit einer Eisenschiene steckt er weg. Kein Blut, keine Schwellungen. Jede dieser Trainingsmethoden würde bei einem normalen Menschen schwere Gehirnerschütterungen verursachen. Warum nicht bei Herrn Quang? Wie macht das Qigong ihn unverletzbar? Eigentlich ist er doch nur ein älterer Herr im Ruhestand. Aber er scheint schier übermenschliche Kräfte zu haben durch Qigong. Schätzungen zufolge praktizieren mehr als 10 Millionen Menschen in China Qigong. In den Parks der großen Städte wie Peking oder Shanghai treffen sich jeden Morgen hunderte Anhänger zum gemeinsamen Üben. Qi aufgeladen sind. Was den Knoten angeht, ist es ein Unterschied, ob man einen Lastwagen ziehen oder Gewichte heben will. Hier kommt der doppelte Hängeknoten zum Einsatz. Ein Ende wird vorne am LKW festgemacht, das andere um Penis und Hoden geschlungen. Die Männer haben noch nie zuvor ein Fahrzeug mit ihren Penissen gezogen. Meister Tu geht deshalb lieber auf Nummer sicher und überträgt jedem noch etwas von seinem eigenen Qi. Dazu drückt er bei jedem auf den Dantian-Energiepunkt. 2 bis 3 Minuten und der Energietransfer ist komplett. Die Stimmung ist äußerst angespannt. Werden sie es schaffen? Die Männer konzentrieren sich und sammeln all ihr Qi im Penis durch pure Willenskraft. 10 Sekunden und das tonnenschwere Fahrzeug rollt, einen halben Meter weit. Ich habe vorher noch nie was gezogen, aber ich war optimistisch. Mein Meister sagte, dass es viel leichter geht, wenn ich mein ganzes Qi auf den Dantian-Punkt konzentriere. Die Qigong-Vorstellung geht weiter, obwohl einer der 3 aufgibt. Jetzt sind nur noch Chen und ein Mitschüler übrig. Und es wird sogar noch nachgelegt. 50 Menschen steigen auf den Lastwagen. Noch mehr Gewicht und nur noch 2 Männer, die ziehen. Meister Tu überträgt noch einmal Energie auf seine Schüler. Ist das nur Hokuspokus
oder wird Ihre Kraft dadurch wirklich größer? Nach etwa 15 Sekunden setzt sich der Lastwagen in Bewegung, diesmal mit 50 Leuten beladen. Jetzt will Chen es ganz allein probieren. Aber nach den beiden vorherigen Versuchen hat seine Energie spürbar nachgelassen. Meister Tu überträgt noch einmal etwas von seinem eigenen Qi, in der Hoffnung, sein Schüler möge wieder zu Kräften kommen. 2-3 Minuten später ist Herr Chen soweit. Noch nie hat ein Mann allein mit seinem Penis einen mit 50 Menschen beladenen LKW gezogen. Es sind weit mehr als 20 Tonnen. Chen konzentriert sich. All sein Qi muss jetzt in seinen Penis fließen. Die Zuschauer wagen kaum zu atmen. Tatsächlich, der Laster bildartig mit Blut und verhärtet. Der 64-jährige Wang Jiang macht seit 7 Jahren Hänge-Kung-Fu. Davor hatte er ein Leberleiden, Bluthochdruck und Diabetes. Bevor ich mit dem Training angefangen habe, hatte ich nicht sehr viel Lust auf Sex. Denn meine Gesundheit war nicht besonders gut. Nach einem Jahr Training merkte ich, wie sich mein Zustand nach und nach besserte. Jetzt geht es mir wie jedem anderen normalen Menschen. Shu Daoming ist der älteste Hänge-Kung-Fu-Schüler. Er ist 78 und trainiert die Technik seit einem Jahr. Meine Prostata war vergrößert. Aber seit ich Chuchu San Kung praktiziere, ist sie wieder normal. Wer Hänge Kung Fu lernen will, muss mindestens 16 Jahre alt und körperlich voll entwickelt sein. So lautet die Vorschrift. Für die Schüler gelten eine Reihe seltsamer Regeln. Beim Essen und Trinken soll man Nahrungsmittel vermeiden, die der chinesischen Ernährungslehre nach als kalt oder kühlend eingestuft werden, wie zum Beispiel Bier. Das soll man lieber stehen lassen. Früher durften die Qigong-Meister vor Ausübung des Hänge-Kung-Fu 100 Tage lang nicht mit ihren Frauen schlafen. Das sollte verhindern, dass die Männlichkeit austritt. Heutzutage sind es nur noch 8 Stunden Sexverbot. Aber es gibt noch eine andere Regel, die beachtet werden muss. Laut traditioneller chinesischer Medizin sollte Sex mit einem weitaus älteren Partner des anderen Geschlechts vermieden werden. Es ist kein absolutes Verbot, aber man sollte das nicht zu oft tun. Es dauert etwa 8 Jahre, bis die Hänge-Kung-Fu-Lehre abgeschlossen ist. Herr Wang und Herr Shu sind aber schon etwas älter. Das Training ist für sie entsprechend hart und sie brauchen doppelt so lange, um die Grundlagen zu lernen. Zum Beispiel, wie sie das Qi in den Geschlechtsorganen konzentrieren können. Es tut erst weh, wenn man an seine Gewichtsgrenze kommt, sonst nicht. Klar, wenn man mit 200 Kilo arbeitet, schmerzt das, aber das kommt vom Qi, das anschwillt und einen durchspült, wenn man die Gewichte drangehängt hat. Aber das ist ein angenehmer Schmerz, wirklich. Auszudehnen. Jeden Tag nach dem Mittagessen steht hartes Training auf dem Programm. Das sind 8 Kilo schwere Eisenpfosten. Guang schlägt nicht nur mit den Händen darauf ein, sondern er härtet mit ihnen auch seinen Kopf, seinen Rücken und seinen Bauch ab. Früher verletzte er sich dabei oft, aber Guang gab deswegen nicht auf, denn er ist davon überzeugt, dass sein Qi so immer stärker wird. Je heftiger der Schlag, desto größer die Gegenreaktion im Körper, desto stärker sein Qi. Guang ging noch weiter und befasste sich mit Shaolin Kung Fu.
Er wählt eine besondere Kunst, das Eisenschleifer-Handflächen-Kung-Fu. Diese Bohnen und Chilischoten sind nicht zum Essen. Mindestens eine halbe Stunde pro Tag stößt er seine Hände in den Eimer, etwa 200 bis 300 Mal. Das braucht man für das sogenannte scharlachrote Handflächen-Kung-Fu, die Vorstufe zum Eisenschleifer-Handflächen-Kung-Fu. Die Bohnen und Chilischoten fördern die Durchblutung und lindern Schwellungen und Schmerzen. Auf 10 Teile Bohnen kommen 2 Teile Chilischoten. So wird es noch heute im Shaolin-Tempel praktiziert. Nach einem halben Jahr wechselte Herr Quang zur nächsten Stufe, einen Eimer mit Eisenstücken. Erst trainiert man mit abgerundeten Teilen. Dann mischt man würfelförmige Stücke unter. Zum Schluss kommen scharfkantige Eisenteile dazu. Die Haut an Quangs Händen ist gesättigt von Rost. Sie ist dick und zäh wie Leder und kann praktisch jedem Angriff widerstehen. Es sind die einzigen Eisenschleifer-Handflächen in ganz Foshan. Und das ist nicht alles. Quang hat auch die Kunst des Eisenkopf-Kung-Fu perfektioniert. Der Kopf ist normalerweise sehr empfindlich. Quangs Schädel ist aber 4-mal härter als der eines normalen Menschen. Zum Nachmachen ist das absolut nicht geeignet. Aus dem Handstand heraus prallt Quang immer wieder mit dem Kopf auf den Boden. Eine gefährliche Übung, aber der Kampfkünstler fühlt schon seit langem keinen Schmerz mehr. Selbst Schläge mit einer Eisenschiene steckt er weg. Kein Blut, keine Schwellungen. Jede dieser Trainingsmethoden würde bei einem normalen Menschen schwere Gehirnerschütterungen verursachen. Warum nicht bei Herrn Quang? Wie macht das Qigong ihn und für sie entsprechend hart? Und sie brauchen doppelt so lange, um die Grundlagen zu lernen. Zum Beispiel, wie sie das Qi in den Geschlechtsorganen konzentrieren können. Es tut erst weh, wenn man an seine Gewichtsgrenze kommt, sonst nicht. Klar, wenn man mit 200 Kilo arbeitet, schmerzt das, aber das kommt vom Qi, das anschwillt und einen durchspült, wenn man die Gewichte drangehängt hat. Aber das ist ein angenehmer Schmerz, wirklich angenehm. Herr Wang hatte sich beim Training anfangs verletzt. Laut Meister Tu ist das normal. Schwellungen gehören für Anfänger dazu. Bis Herr Wang die Techniken des Hänge-Kung-Fu beherrschte, dauerte es 3 Jahre. Das Schwerste, was ich halten kann, sind 210 Kilo. 210 Kilo? Das ist so schwer wie ein ausgewachsenes Schwein. Die wenigsten Menschen könnten das mit ihren Armen heben. Aus der Sicht der westlichen Medizin stellt sich die Frage, kann das wirklich sein? Das männliche Glied ist ein Organ, das wir nicht bewusst steuern können. Bei einem sexuellen Reiz füllen sich die Schwellkörper reflexartig. In der Natur ist alles ständig in Bewegung. Stillstand gibt es nicht. Und in ihrem Inneren verborgen wirkt seit jeher eine gewaltige Kraft. Sie beeinflusst den Lauf der Welt, Sonne und Mond, Ebbe und Flut und jedes Lebewesen auf der Erde, vom Wachstum der Pflanzen bis zur Gesundheit des Menschen. Seit alters her glauben Menschen, dass man diese Kraft nutzen kann, um Alter, Krankheit, ja selbst den Tod zu überwinden. Jede Nacht nimmt Quang Huanchuan diese Energie der Natur in sich auf. Der 56-Jährige lebt in der Kleinstadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong und seine Schlafgewohnheiten wirken etwas seltsam.
Ich lege mir einen Sandsack oder einen Medizinball auf den Bauch. Dann spanne ich den Bauch an und atme tief ein. Seit 20 Jahren schläft... Die Männer haben noch nie zuvor ein Fahrzeug mit ihren Penissen gezogen. Meister Tu geht deshalb lieber auf Nummer sicher und überträgt jedem noch etwas von seinem eigenen Qi. Dazu drückt er bei jedem auf den Dantian-Energiepunkt. 2 bis 3 Minuten und der Energietransfer ist komplett. Die Stimmung ist äußerst angespannt. Werden sie es schaffen? Die Männer konzentrieren sich und sammeln all ihr Qi im Penis durch pure Willenskraft. 10 Sekunden und das tonnenschwere Fahrzeug rollt, einen halben Meter weit. Ich habe vorher noch nie was gezogen, aber ich war optimistisch. Mein Meister sagte, dass es viel leichter geht, wenn ich mein ganzes Qi auf den Dantian-Punkt konzentriere. Die Qigong-Vorstellung geht weiter, obwohl einer der drei aufgibt. Jetzt sind nur noch Chen und ein Mitschüler übrig. Und es wird sogar noch nachgelegt. 50 Menschen steigen auf den Lastwagen. Noch mehr Gewicht und nur noch 2 Männer, die ziehen. Meister Tu überträgt noch einmal Energie auf seine Schüler. Ist das nur Hokuspokus oder wird ihre Kraft dadurch wirklich größer? Nach etwa 15 Sekunden setzt sich der Lastwagen in Bewegung, diesmal mit 50 Leuten beladen. Jetzt will Chen es ganz allein probieren. Aber nach den beiden vorherigen Versuchen hat seine Energie spürbar nachgelassen. Meister Tu überträgt noch einmal etwas von seinem eigenen Qi, in der Hoffnung, sein Schüler möge wieder zu Kräften kommen. 2, 3 Minuten später ist Herr Chen soweit. Noch nie hat ein Mann allein mit seinem Penis einen mit 50 Menschen beladenen LKW gezogen. Es sind weit mehr als 20 Tonnen. Chen konzentriert sich. All sein Qi muss jetzt in seinen Penis fließen. Die Zuschauer wagen kaum zu atmen. Tatsächlich, der Laster wird artig mit Blut und verhärten sich. Ich denke, wenn man dieses Organ sehr lange trainiert, könnte man theoretisch vielleicht die maximale Härte steigern. Jede Woche treffen sich Herr Wang und Herr Shu mit zahlreichen anderen Schülern, um Hänge-Kung-Fu zu üben. Das männliche Glied ist ein Organ, das wir nicht bewusst steuern können. Bei einem sexuellen Reiz füllen sich die Schwellkörper reflexartig mit Blut und verhärten sich. Ich denke, wenn man dieses Organ sehr lange trainiert, könnte man theoretisch vielleicht die maximale Härte steigern. Jede Woche treffen sich Herr Wang und Herr Shu mit zahlreichen anderen Schülern, um Hänge-Kung-Fu zu üben. Bevor es an die Gewichte geht, müssen sie erst mal lernen, wie man richtig Knoten bindet. Denn auch davon hängt es ab, wie viel Kilo sie dranhängen können. Die Seile müssen aus Baumwolle sein, zur Not auch aus Seide. Sie müssen weich und trotzdem stabil sein, sonst gibt es leicht Verletzungen. Wir benutzen dieses Seil zum Binden, weil es weich ist. Man macht eine feste Schlinge um den Penis. Man muss es sehr eng binden. Wenn es fest sitzt, kann man richtig viel Gewicht dranhängen. Ein paar hundert Pfund. Es gibt 2 Möglichkeiten zu knoten. Bei der sogenannten einfachen Hängung wird das Seil am Penis befestigt. Nimmt man mehr als 100 Kilo Gewicht, wendet man die doppelte Hängung an. Dabei werden Penis und Hodensack zusammengebunden. Der Knoten sitzt dabei hinten am Schaft. Vor dem Festbinden müssen die Männer sich aufwärmen und ihren Körper mit Qi durchströmen. Bei dieser Kung-Fu-Übung ahmen sie den Atemstil der Kröte nach.
Sie ziehen ihren Unterleib auseinander und wieder zusammen. So bündeln sie die Energie im Bereich des Zwerchfells. Nach rund 15 Minuten konzentrieren sie das Qi auf einen sogenannten Dantian, einen Energiepunkt etwa 3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Von dort kann es ungehindert in die edlen Teile fließen. Mit ein paar Faustschlägen auf den Bauch testet der Meister, ob seine Schüler genug Qi gesammelt haben. Beim Hänge-Kung-Fu ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehört auch eine entspannende Massage. Damit es nicht zu peinlich wird, drehen sich die Schüler dabei zur Wand. Die Trainingsgeräte sind diese Eisengewichte. Die kleinsten wiegen 5 Kilo, die mittleren 10 und die größten 20. Unser Kameramann kann sie mit beiden Händen nur ein paar Sekunden halten. Es gibt 2 Möglichkeiten zu knoten. Bei der sogenannten einfachen Hängung wird das Seil am Penis befestigt. Nimmt man mehr als 100 Kilo Gewicht, wendet man die doppelte Hängung an. Dabei werden Penis und Hodensack zusammengebunden. Der Knoten sitzt dabei hinten am Schaft. Vor dem Festbinden müssen die Männer sich aufwärmen und ihren Körper mit Qi durchströmen. Bei dieser Kung-Fu-Übung ahmen sie den Atemstil der Kröte nach. Sie ziehen ihren Unterleib auseinander und wieder zusammen. So bündeln sie die Energie im Bereich des Zwerchfells. Nach rund 15 Minuten konzentrieren sie das Qi auf einen sogenannten Dantian, einen Energiepunkt etwa 3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Von dort kann es ungehindert in die edlen Teile fließen. Mit ein paar Faustschlägen auf den Bauch testet der Meister, ob seine Schüler genug Qi gesammelt haben. Beim Hänge-Kung-Fu ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehört auch eine entspannende Massage. Damit es nicht zu peinlich wird, drehen sich die Schüler dabei zur Wand. Die Trainingsgeräte sind diese Eisengewichte. Die kleinsten wiegen 5 Kilo, die mittleren 10 und die größten 20. Unser Kameramann kann sie mit beiden Händen nur ein paar Sekunden halten. Für diese Herren aber sind solche Gewichte nur etwas zum Aufwärmen. Als erstes wird eine 10-Kilo-Scheibe aufgelegt. Tief einatmen und aus den Knien anheben. Die Schüler halten das Gewicht nur mit dem Penis. Um den ganzen Unterleib zu trainieren und mit Qi anzureichern, schwingen sie das Gewicht 100 Mal hin und her. Wie geht das? Welche geheime Technik verbirgt sich hinter diesen Tüchern? Am schwierigsten ist es offenbar, das Gewicht mit einer Erektion im 45-Grad-Winkel anzuheben. Dazu muss der Penis mit Qi und nicht mit Blut gefüllt sein, sagt Meister Tu. Man muss genau den richtigen Moment abpassen, wenn das Qi einströmt. Für einen Mann ist eine Erektion eine Gelegenheit, entweder zum Sex oder zum Gewichteheben. Aber die Erektion darf nicht zu stark sein. Meister Tu überträgt noch einmal Energie auf seine Schüler. Ist das nur Hokuspokus oder wird ihre Kraft dadurch wirklich größer? Nach etwa 15 Sekunden setzt sich der Lastwagen in Bewegung, diesmal mit 50 Leuten beladen. Jetzt will Chen es ganz allein probieren. Aber nach den beiden vorherigen Versuchen hat seine Energie spürbar nachgelassen. Meister Tu überträgt noch einmal etwas von seinem eigenen Qi, in der Hoffnung, sein Schüler möge wieder zu Kräften kommen. 2-3 Minuten später ist Herr Chen soweit. Noch nie hat ein Mann allein mit seinem Penis einen mit 50 Menschen beladenen LKW gezogen.
Es sind weit mehr als 20 Tonnen. Chen konzentriert sich. All sein Qi muss jetzt in seinen Penis fließen. Die Zuschauer wagen kaum zu atmen. Tatsächlich, der Laster wird artig mit Blut und verhärten sich. Ich denke, wenn man dieses Organ sehr lange trainiert, könnte man theoretisch vielleicht die maximale Härte steigern. Jede Woche treffen sich Herr Wang und Herr Shu mit zahlreichen anderen Schülern, um Hänge-Kung-Fu zu üben. Bevor es an die Gewichte geht, müssen sie erst mal lernen, wie man richtig Knoten bindet. Denn auch davon hängt es ab, wie viel Kilo sie dranhängen können. Die Seile müssen aus Baumwolle sein, zur Not auch aus Seide. Sie müssen weich und trotzdem stabil sein, sonst gibt es leicht Verletzungen. Wir benutzen dieses Seil zum Binden, weil es weich ist. Man macht eine feste Schlinge um den Penis. Man muss es sehr eng binden. Wenn es fest sitzt, kann man richtig viel Gewicht dranhängen. Ein paar hundert Pfund. Es gibt zwei Möglichkeiten zu knoten. Bei der sogenannten einfachen Hängung wird das Seil am Penis befestigt. Nimmt man mehr als 100 Kilo Gewicht, wendet man die doppelte Hängung an. Dabei werden Penis und Hodensack zusammengebunden. Der Knoten sitzt dabei hinten am Schaft. Vor dem Festbinden müssen die Männer sich aufwärmen und ihren Körper mit Qi durchströmen. Bei dieser Kung-Fu-Übung ahmen sie den Atemstil der Kröte nach. Sie ziehen ihren Unterleib auseinander, fördern die Durchblutung und lindern Schwellungen und Schmerzen. Auf 10 Teile Bohnen kommen 2 Teile Chilischoten. So wird es noch heute im Shaolin-Tempel praktiziert. Nach einem halben Jahr wechselte Herr Quang zur nächsten Stufe. Einen Eimer mit Eisenstücken. Erst trainiert man mit abgerundeten Teilen. Dann mischt man würfelförmige Stücke unter. Zum Schluss kommen scharfkantige Eisenteile dazu. Die Haut an Quangs Händen ist gesättigt von Rost. Sie ist dick und zäh wie Leder und kann praktisch jedem Angriff widerstehen. Es sind die einzigen Eisenschleifer-Handflächen in ganz Foshan. Und das ist nicht alles. Quang hat auch die Kunst des Eisenkopf-Kung-Fu perfektioniert. Der Kopf ist normalerweise sehr empfindlich. Quangs Schädel ist aber 4-mal härter als der eines normalen Menschen. Zum Nachmachen ist das absolut nicht geeignet. Aus dem Handstand heraus prallt Quang immer wieder mit dem Kopf auf den Boden. Eine gefährliche Übung, aber der Kampfkünstler fühlt schon seit langem keinen Schmerz mehr. Selbst Schläge mit einer Eisenschiene steckt er weg. Kein Blut, keine Schwellungen. Jede dieser Trainingsmethoden würde bei einem normalen Menschen schwere Gehirnerschütterungen verursachen. Warum nicht bei Herrn Quang? Wie macht das Qigong ihn unverletzbar? Eigentlich ist er doch nur ein älterer Herr im Ruhestand. Aber er scheint schier übermenschliche Kräfte zu haben durch Qigong. Schätzungen zufolge praktizieren mehr als 10 Millionen Menschen in China Qigong. In den Parks der großen Städte wie Peking oder Shanghai treffen sich jeden Morgen hunderte Anhänger zum gemeinsamen Üben. Bei der Arbeit habe ich mich früher viel bewegt. Aber als ich aufhörte, war es damit vorbei. Ich wurde immer schlapper und meine Gesundheit ging den Bach runter. Durch das Training hier wollte ich das wieder verbessern. Es lief noch viel besser, als ich erwartet hatte.
Ich glaube, dass Qigong meiner ganzen Familie geholfen hat, ganz besonders meinem Sohn. Er kam vorbei, um es sich anzusehen. Es gefiel ihm und er fing auch damit an. In der Sicht der Welt, bis zu einer gemeinsamen Philosophie, ist es noch ein langer Weg. Stechen lässt, kommt das alles wirklich nur vom Qigong? Frau Chen ist 60 und praktiziert seit 6 oder 7 Jahren Qigong. Es hat sie von ihrer jahrelangen Migräne und ihrem Heuschnupfen geheilt. Früher war sie bereits vom einfachen Gehen außer Atem. Heute kann sie über Eier und Glühbirnen laufen, ohne sie zu zerbrechen. Die Menschen auf der Bühne sind keine Profikampfkünstler oder Topathleten. Bevor sie mit Qigong anfingen, waren sie alle bei schlechter Gesundheit. Heute können sie Leistungen vollbringen, die für durchschnittliche gesunde Menschen unmöglich sind. Wie löst Qigong solche Veränderungen im Körper aus? Was genau ist Qigong? Seit der Yin- und Shang-Dynastie vor mehr als 3000 Jahren glauben die Chinesen an eine Energie, die den Kosmos ebenso durchdringt wie den menschlichen Körper. Durch dieses Qi, so die Theorie, ist alles im Universum miteinander verbunden. In dem Standardwerk Huang Di Ne Jing oder das Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin heißt es, Qi ist eine Quelle des Lebens, eine energetische Kraft, die in jedem von Geburt an steckt und im Laufe unseres Lebens nach und nach schwächer wird. Einige Menschen werden mit einer besonderen Begabung für Sport oder Kunst geboren, aber das Qi-Potenzial steckt in jedem von uns. Doch nur wenn man ständig übt, geht diese Gabe nicht verloren. Der Arzt Li Qinhua praktiziert seit mehr als 20 Jahren chinesische Medizin. Genau wie seine Vorgänger im alten China musste er während seiner Ausbildung auch Qigong studieren. Er sagt, dass man dem Abbau des Qi durch Training entgegenwirken kann. Und allein pure Willenskraft kann es durch den Körper fließen lassen. Das ist Qigong. Das Qi kann man weder fühlen noch sehen. Es hat keine Form, keinen Geschmack oder Geruch. Wer Qigong macht, kann nur durch bestimmte Methoden Kontakt dazu herstellen. Qi ist eine Substanz, die aufgenommen und ausgestrahlt werden kann. Und weil man das Qi weder anfassen noch messen kann, fällt es vor allem uns Menschen aus dem Westen schwer, es zu begreifen. Denn wir sind daran gewöhnt, alles wissenschaftlich zu belegen. Aus chinesischer Sicht ist die Kraft des Qi jedoch auf Lagen. Aber schon nach 6 Monaten hätte sie es mit jedem Holzfäller aufnehmen können. Heute kann sie ihre Kraft auf spektakuläre Weise demonstrieren, indem sie sich Essstäbchen in die Schläfe stechen lässt. Kommt das alles wirklich nur vom Qigong? Frau Chen ist 60 und praktiziert seit 6 oder 7 Jahren Qigong. Es hat sie von ihrer jahrelangen Migräne und ihrem Heuschnupfen geheilt. Früher war sie bereits vom einfachen Gehen außer Atem. Heute kann sie über Eier und Glühbirnen laufen, ohne sie zu zerbrechen. Die Menschen auf der Bühne sind keine Profikampfkünstler oder Topathleten. Bevor sie mit Qigong anfingen, waren sie alle bei schlechter Gesundheit. Heute können sie Leistungen vollbringen, die für durchschnittliche gesunde Menschen unmöglich sind. Wie löst Qigong solche Veränderungen im Körper aus? Was genau ist Qigong? Seit der Yin- und Shang-Dynastie vor mehr als 3000 Jahren glauben die Chinesen an eine Energie, die den Kosmos ebenso durchdringt wie den menschlichen Körper. Durch dieses Qi, so die Theorie, ist alles im Universum miteinander verbunden. In dem Standardwerk Huang Di Ne Jing oder das Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin heißt es,
Qi ist eine Quelle des Lebens, eine energetische Kraft, die in jedem von Geburt an steckt und im Laufe unseres Lebens nach und nach schwächer wird. Einige Menschen werden mit einer besonderen Begabung für Sport oder Kunst geboren, aber das Qi-Potenzial steckt in jedem von uns. Doch nur wenn man ständig übt, geht diese Gabe nicht verloren. Der Arzt Li Qinhua praktiziert seit mehr als 20 Jahren chinesische Medizin. Genau wie seine Vorgänger im alten China musste er während seiner Ausbildung auch Qigong studieren. Er sagt, dass man dem Abbau des Qi durch Training entgegenwirken kann. Und allein pure Willenskraft kann es durch den Körper fließen lassen. Das ist Qigong. Das Qi kann man weder fühlen noch sehen. Es hat keine Form, keinen Geschmack oder Geruch. Wer Qigong macht, kann nur durch bestimmte Methoden Kontakt dazu herstellen. Qi ist eine Substanz, die aufgenommen und ausgestrahlt werden kann. Und weil man das Qi weder anfassen noch messen kann, fällt es vor allem uns Menschen aus dem Westen schwer, es zu begreifen. Denn wir sind daran gewöhnt, alles wissen. Meister Chun Tai Dai arbeitet seit 6 Jahren als ehrenamtlicher Arzt in Taiwan. Allein durch sein Qi erkennt er, was dem Patienten fehlt. Er braucht weder Körperkontakt zu ihm noch irgendwelche Instrumente. Ich spüre sein Qi. Und wenn ich seine Energie empfangen habe und mit meinem Qi vermische, dann kann ich erkennen, was ihm fehlt und entsprechend darauf reagieren. Ich finde heraus, wie ich sein Qi wieder zum Fließen bringe. So heile ich seine Krankheit. Krankheiten durch Qigong zu heilen, hat in China Tradition, seit 3000 Jahren. Für gewöhnlich leitet dabei der Meister das gesunde Qi seines eigenen Körpers durch die Hände in den Körper des Patienten. Dadurch bringt er dessen geschwächtes Qi wieder ins Gleichgewicht und macht ihn gesund. Im Fall von Li Mingde hat Meister Chun seine Energie durch den Scheitel seines Patienten übertragen. Beide Qis wurden miteinander verschmolzen und Li gewann im Laufe der Behandlung sein Augenlicht zurück. Der Naturheilpraktiker Alfonso Wong ist ebenfalls von der heilenden Wirkung des Qigong überzeugt. Qigong ist eine Form von Energieübertragung. Wenn man viel Energie hat und die Krankheit nicht besonders ernst ist, kann man sie durch Qigong heilen. Auch in westlichen Ländern wie Deutschland, den USA oder Kanada, wo Wong arbeitet, stößt Qigong auf immer mehr Interesse. Es wird zur Vorbeugung und zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Laut Wong eignet es sich besonders für Leiden mit einem schleichenden Verlauf. Bei einer schwerwiegenden Krankheit sollte man sich nicht einfach auf 1, 2 Qigong-Sitzungen verlassen. Wenn das so wäre, könnten wir so ja einfach alles heilen. Die besten Behandlungserfolge gibt es bei Krankheiten wie Depressionen, Schlaflosigkeit, Migräne, Müdigkeit und Ähnlichem. In 10 Jahren Forschungsarbeit hat Dr. Wong das chinesische Qigong und die westliche Wissenschaft einander näher gebracht. Er hat etwas entwickelt, das er wissenschaftliches Qigong nennt und das man angeblich in nur 3 Stunden lernen kann. In seinen Kursen pustet Dr. Wong den Schülern auf den Scheitel, auf den Oberkörper und in die Handflächen. Ich blase das Qi in einer bestimmten Frequenz in den Kopf, um das Gehirn, das Zentrum unseres Bewusstseins, anzuregen. Wenn das Gehirn auf dieser Frequenz mitschwingt, wird im Körper Qi erzeugt. 11 Schüler sind heute da. Keiner von ihnen hat vorher Qigong praktiziert. Bevor sie Wongs Methode lernen,